Danke, danke. Herzlich willkommen zu Ed Broski, eurer Fußball-Talkshow. Wir sind live wie immer aus dem Experience in Köln. Und es ist sehr laut, Wahnsinn. Dankeschön, dass ihr alle gekommen seid. Kommt noch mal einmal Applaus für euch, dass ihr alle da seid. Ja, der Ball rollt wieder in Europas Top-Ligen. Wir sind zurück im Bundesliga-Alltag und auch die Champions League steht jetzt vor der Tür. Morgen geht es endlich wieder los. Die Gruppenphase beginnt und es gibt natürlich sehr viele Themen im Fußball, über die wir heute sprechen wollen. In der Nationalmannschaft gibt es das ein oder andere kleinere Problemchen vor der Heim-WM im nächsten Sommer. Und über das alles wollen wir gleich sprechen. Ihr seid natürlich wie immer entweder vor Ort hier dabei, danke nochmal an euch, oder natürlich zu... Ja, könnt ihr nochmal, könnt ihr nochmal. Super, wenn man für sich selber applaudieren kann, oder? Das ist stark. Ja, oder ihr guckt da eben von zu Hause aus zu auf Twitch oder wenn ihr das gerade jetzt hier im Real Life auf YouTube schaut, könnt ihr natürlich sehr gerne uns überall auf den Social Media Kanälen verfolgen. Wir sind auf Twitter, TikTok, Instagram und Konsorten unterwegs. Falls ihr eben auf Twitch gerade zuschaut, die Highlights kommen natürlich die nächsten Tage auf YouTube wieder online. Da könnt ihr dann alles nochmal nachschauen. Und wir haben auch heute wieder für euch ein paar besondere Sachen mit im Gepäck. Unter anderem könnt ihr auch wieder über die Twitch-Jobs was gewinnen. Insgesamt 50 Mal EAFC24 zur Verfügung gestellt von Mediamarkt und Saturn. Da haben wir eine kleine Kooperation. Vielen lieben Dank auch nochmal dafür. Ihr könnt das ganze Ding auch noch vorbestellen über meinen Code BROSKI10. Bis zum 28.09. letzte Chance. Spart ihr nochmal 10 Euro. Oder ihr gewinnt jetzt einfach hier in der Show. Ihr müsst gar nichts in den Chat reinschreiben. Könnt einfach gewinnen, solange ihr ein Twitch-Konto habt und hier mit dabei seid. Ich will aber gar nicht so viel rumerzählen. Wir haben jede Menge coole Gäste dabei und die zeigen wir euch jetzt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ed Broski. Heute mit dabei Gary Hau, Christina Rann, Mario Rika, Alexander Nuri und Sascha Mockenhaupt live aus dem Experion in Köln. Ja, sehr tolle Gäste, die wir heute mit dabei haben. Und unser erster Applaus gilt einer Journalistin und Kommentatorin für The Zone und Magenta Sport. Sie ist heute mit dabei. Einen großen Applaus bitte für Christina Rann. Dankeschön. Danke euch. Danke. Viele von euch werden ihn kennen. Er ist Chefreporter bei Sport1 und absoluter Experte, was das Thema Bayern München angeht. Einen großen Applaus bitte auch für Kerry Hau. Hey. Er ist Fußballtrainer unter anderem für Hertha BSC Berlin und Werder Bremen gewesen. Auch den sollen einige kennen. Einen großen Applaus bitte für Alexander Nuri. Seit über 7 Jahren ist er Experte für The Zone. Er ist Field-Reporter und Kommentator. Auch ein riesiger Applaus bitte für Mario Rika. Und auch heute haben wir natürlich wieder einen Profi mit dabei. Über 260 Spiele in Liga 2 und Liga 3. Er ist aktuell Kapitän von WN Wiesbaden. Ich begrüße ganz herzlich Sascha Mockenhaupt. Mocki, mein Lieber, setz dich, genieß das Ding hier heute. Der Chat feiert dich schon, da kommen die Claps. Mocki, man kennt dich aus Funk und Fernsehen. Ja, ein paar Leute schon. Ich muss sagen, ich hätte auch lieber hier gesessen. Das Spezielle hätte ich nicht unbedingt gebraucht, aber war schon cool. Jetzt seid ihr ganz gut reingestartet mit Wiesbaden. Habt unter anderem Schalke und Hertha geärgert. Ja, gab es den einen oder anderen Tweet. Bist du zufrieden mit dem Start als Aufsteiger? Ja, definitiv. Die Punktausbeute passt und vor allen Dingen auch die Art und Weise, die Punkte sind nicht irgendwie zustande gekommen, sondern die haben wir uns auch verdient.
Wir waren mit jedem Gegner irgendwo so auf Augenhöhe, dass es 50-50 war. Und wenn das die ganze Saison so bleibt, bin ich absolut zufrieden. Jetzt ist Wien Wiesbaden ja jetzt nicht die absolute Top-Adresse im deutschen Fußball. Trotzdem habt ihr es geschafft, in die zweite Fußball-Bundesliga aufzusteigen. Habt euch gut präsentiert, du hast es gerade angesprochen. Nimm uns mal so ein bisschen mit in die Gefühlswelt eines Kapitäns bei Wien Wiesbaden. Wie hast du die Entwicklung so in den letzten Monaten auch verfolgt? Ja, also für mich hat sich jetzt grundlegend nicht so viel verändert. Ich bin jetzt, das ist die 7. Saison in Wiesbaden. Das ist mein 2. Aufstieg mit dem Verein. Ich habe damals mich entschieden, langfristig da zu bleiben, weil ich gerne bei einem Verein was Besonderes erreichen wollte, statt einfach dahin zu gehen, wo es vermeintlich besser ist oder mehr Geld gibt oder Sonstiges. Ja, und für mich war es dann was brutal Schönes, weil ich dafür belohnt wurde, da zu bleiben. Und jetzt die letzten Monate, ja, hat sich einfach gezeigt, dass wir gute Arbeit geleistet haben, auch in der Führung gute Arbeit geleistet wurde, weil wir haben wie jedes Jahr viele Spiele auch verloren. Haben trotzdem vor allem aus dem Ausland gute Spieler dazu geholt. Der Kader passt, die Jungs haben alle Bock drauf und ja, wie du schon gesagt hast, das sieht man aktuell auch an unseren Leistungen. Und ihr habt ja vor allem auch eine richtig gute Relegation gespielt, ne? Ja, die Relegation war auch mein 2. Mal, der 1. Aufstieg war auch über die Relegation. Ich bin auch kein Riesenfan von der Sache an sich, weil ich auch glaube, dass eine Mannschaft für ein ganzes Jahr, wo gut gearbeitet wird, einfach belohnt werden sollte. Und eine Mannschaft, die ja, die ganze Saison kacke war, auch das dann ja, auch bestraft werden sollte. Es sei denn, Wiesbaden steht auf der 16, oder am Ende? Ja, wenn Wiesbaden dadurch aufsteigt oder nicht absteigt, ist das für mich dann in Ordnung. Aber klar, ich verstehe dahinter das Medieninteresse und auch, dass manche Fans das auch feiern und die Spannung und so weiter. Ich war froh, dass es diesmal nicht wirklich spannend war, weil das Hinspiel bei uns ja gegen Bielefeld schon relativ eindeutig war und wir dann auch ja, zu Recht dann aufgestiegen sind. Seid ihr ein Freund von der Relegation, prinzipiell? Also nach der letzten 2 Saisons für den HSV nicht mehr ganz so. Früher war es mal anders, würde ich mal sagen. Tomorrow, my friend, da war es irgendwie noch ganz cool, Relegation zu spielen. Ich kann das auch verstehen, das Prinzip dahinter, aber ich glaube auch, dass es ja statistisch gesehen für den Zweitligisten immer, also jetzt mal aus der Perspektive, schwieriger ist als für den Bundesligisten. Und dann ist es tatsächlich ein bisschen gemein. Du hast dich die ganze Saison, hast es hart erarbeitet, landest auf Platz 3 und dann kriegst du manchmal noch so einen Banger dann. Das ist schon fies irgendwie. Einer von euch Fan von der Relegation? Ja, klares Nein. Auch. Also, ich finde auch in den Ligen darunter, in der Regionalliga, diese Aufstiegsstruktur muss man zwingend überdenken, finde ich, wenn man auch wieder die Fans abholen will. Weil so, wie ihr schon gesagt habt, wird Leistung über eine gesamte Saison, die ja dann den Sport ausmacht, wo man als Fan auch jede Woche ins Stadion geht, wird nicht gewertschätzt, finde ich. Ja, obwohl ich positive Erfahrungen mit der Relegation verbinde. Also U23 sind wir damals aufgestiegen in die 3. Liga mit 2 Spielen gegen Gladbach U23. Und ja, aber trotzdem muss ich da auch sagen, dass ja, wenn du die ganze Saison über dafür arbeitest und kämpfst, jetzt Cottbus ist ja nicht aufgestiegen gegen Unterhaching, also ne, sind Erster geworden da in der Nordwestregionalliga und dann steigst du nicht auf, was das für die Menschen und für die Fans da bedeutet, das ist schon Wahnsinn. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass man da vielleicht einen anderen Schlüssel finden sollte und das auch anders honorieren, belohnen muss, dass du da aufsteigst direkt. Zustimmung. Das wurde alles gesagt, also ich sehe es ähnlich. Ja. Es entwertet auch die Leistung des 3. Platzes, finde ich. Und gerade wenn man nachher eine Saison später nochmal draufschaut und ein Team, was es geschafft hat, unter die ersten 3 zu kommen, das ist auch eine gute Leistung. Aber wenn du dann den Aufstieg nicht geschafft hast, ist es wie so ein Manko nochmal. Also du feierst maximal am letzten Spieltag ganz kurz, hurra, wir haben noch 2 Spiele. Und dann, wenn du es nicht packst, das ist es halt, das Unverhältnis. Ne? Vor allen Dingen hätte man ja auch theoretisch eine Lösung. Man kann ja einfach, wenn man noch zusätzliche Spiele haben will, die spannend sind, könnte man ja Playoffs spielen. So, man nimmt die Plätze 3 bis 6 und lässt nochmal Playoffs spielen und davon steigt nur einer auf. Dann hast du aber trotzdem Mannschaften zwar mehr in einem Pool, die aber alle gut gearbeitet haben und hast niemanden, den du bestrafen musst im Endeffekt. Ich finde, der Erste muss aufsteigen, fertig. Also in der Regionalliga zumindest. Ich meine, also da gibt es für mich gar keine Diskussion. Also du hast da 34 Spiele oder was weiß ich, wie viele Spiele hast du da? Und wenn du dann am Ende dann nicht aufsteigst, weil du dann 2 Spiele hast, weil kann ja auch mal sein, dass dann ein wichtiger Spieler von dir verletzt oder krank ist oder wie auch immer. Und du dann nicht aufsteigst, finde ich absurd. Es kommt ja noch dazu, dass ja teilweise sogar noch die Mannschaften bestraft werden, die zum Beispiel bei uns damals war Regionalliga Südwest, wir hatten noch 2 Aufstiegsplätze. Und dann ist die erste Mannschaft, die hatte, da hatte Hessen-Kassel, ich glaube,
10 Punkte Vorsprung oder so vom zweiten, hatte aber ein anderes Los, einen einfacheren Gegner, einen schweren Gegner. Dann ist Kassel nicht aufgestiegen, Elversberg war Zweiter, die hatten ein einfacheres Los, sind aufgestiegen. Ja, irre. Es ist alles eine Farce, auch dieser wechselnde, direkte Aufstieg jetzt. Dann muss ja theoretisch ein Sportdirektor schon überlegen, okay, in 3 Jahren kommt der direkte Aufstiegsplatz zu uns. Das heißt, in 3 Jahren müssen wir eine gute Mannschaft haben. Nächstes Jahr greifen wir nicht unbedingt an. Das ist eine Katastrophe. Ja. Es macht einzig Sinn, zum Beispiel letztes Jahr in Italien, da waren dann der 16. und der 17. aus der Serie A punktgleich und da zählt ab dieser Saison nicht mehr das Torverhältnis, sondern die haben dann ein Entscheidungsspiel gemacht. So, das, finde ich, ist dann irgendwie angemessen und der Leistung auch angemessen. Aber weil du Playoffs gesagt hast, da hat Italien in der Serie B, da steigen die ersten 2 auf. Und der 3. und der 4., die gehen ins Playoff-Halbfinale und dann spielen sie nochmal von 5 bis 8 Playoff-Viertelfinale und dann spielen die bis in den Juni rein. Also jeder kann aufsteigen. Da kann jeder aufsteigen. Da war 2 Spieltage vor Schluss, hatten teilweise Mannschaften 2 Punkte auf den letzten Playoff-Platz, aber konnten auch noch absteigen. Und das ist, finde ich, dann eine Nummer zu viel. Also gehst ja nicht mehr mit. Ist halt auch immer so ein bisschen die Frage bei dem Playoff-System, ob man damit dann nicht auch so ein bisschen die Liga-Platzierung entwerte. Ne? Also gibt natürlich bei beiden Vor- und Nachteile. Okay, jetzt habt ihr die Relegation aber geschafft. Bist ja ein kleiner Relegationsexperte, wie wir gerade erfahren haben. Und jetzt seid ihr angekommen in der zweiten Liga. Schlagt euch gut mit Wien Wiesbaden. Was sind eure Ziele dieses Jahr? Oben angreifen oder? Ich habe nach dem Sieg in Berlin habe ich gesagt, ja, wir müssen langsam Richtung Aufstieg schielen. Aber natürlich auch mit einem Grinsen. Keine Ahnung, also ich habe, was ich auf jeden Fall vor der Saison schon gesagt habe, ich habe keinen Bock, dieses Hauptsache drinbleiben auszurufen und Hauptsache wir bleiben in der Liga, weil ich das Gefühl habe, das manifestiert sich einfach negativ. Ich habe von vornherein gesagt, lass uns spielen und wenn nach der Saison jeder sagt, Wiesbaden war absolut ekelhaft und wir haben keinen Bock gehabt, gegen die zu spielen, dann haben wir unsere Ziele erreicht. So, gegen uns will sowieso gefühlt keiner spielen, weil die Liga halt super attraktiv ist und wir halt ein kleinerer Verein sind. Und wenn wir da noch oben drauf setzen können, dass wir durch unsere Art und Weise keiner Bock hat, gegen uns zu spielen und das sagt man nach der Saison, dann haben wir die Ziele auch erreicht, dann bleiben wir auch in der Liga. Weil dieses Hauptsache drinbleiben und nicht Abstieg schaffen, wie gesagt, das, ich habe dann immer das Gefühl, dann hängt da jeder dran und wenn man mal ein Spiel verliert, dann denkt man drüber nach und so. Deswegen habe ich direkt gesagt, da soll keiner drüber reden. Redet auch in der Kabine keiner drüber. Also bis jetzt halten die Jungs sich gut dran. Ah, das finde ich spannend, wenn ich eine Nachfrage stellen darf. So, du sagst, da manifestiert sich was Negatives. Auf der anderen Seite sind solche Sachen ja auch so Erwartungsmanagement, wo dann auch Trainer und Sportdirektoren von Anfang an so ein bisschen was bremsen, damit sie das auch irgendwie verargumentieren können, wenn du mal 3-mal verlierst. Aber du sagst, als Spieler für dich in der Kabine ist es besser, wenn du das, dieses Klassenerhalt ist das Ziel, erst gar nicht anfängst, oder was? Ja, weil ich habe das Gefühl, dass wenn wir dann mal ein Spiel gewinnen, so dann heißt es ja, jetzt haben wir erstmal Abstand auf unser Ziel, so wir haben jetzt mal 6 Punkte geholt und jetzt haben wir 5 Punkte Abstand nach unten und so. Was soll man sich damit die ganze Zeit beschäftigen? Wie oft ist das so, dass nach den ersten 10 Spielen die Tabelle gefühlt keine Aussagekraft hat? Letztes Mal hatten wir nach 7 Spielen einen Punkt und im Endeffekt hat uns nur das Torverhältnis in die dritte Liga gebracht. Sondern wenn wir da jetzt die ganze Zeit immer über Nichtabstieg und so, keine Ahnung, kann auch sein, dass es nur für mich ein Gefühl ist, aber ich habe einfach das Empfinden und bis jetzt läuft es auch gut und die Jungs gehen damit gut um. Also das passt, deswegen, ja, will ich es nicht. Ich meine, grundsätzlich, wenn du mit WM Wiesbaden in die zweite Liga aufsteigst, dann gehst du ja davon aus, dass du halt darum auch fightest, in der Liga zu bleiben. Ich meine, das ist ja grundsätzlich schon so. Ne? Und da finde ich die Herangehensweise zu sagen, hey, wir wollen jedes Spiel an unser Limit gehen, wir wollen unser bestes Spiel da geben und machen, finde ich eigentlich eine clevere Herangehensweise, anstatt dann immer ergebnistechnisch zu gucken, weil du dann halt ja, genau diese Erwartungsgeschichte dann auch in dem Kopf sich dann irgendwann festsetzt und dann denkst du, oh nein, jetzt hast du vielleicht knapp verloren, obwohl du ein gutes Spiel gemacht hast und so weiter. Und wenn du dich eigentlich immer an der Leistung orientierst und sagst, hey, die Leistung war erstmal für uns wichtig, finde ich top, weil auch die Spielweise, finde ich, trägt ja auch noch dazu bei. Ne? Ihr habt euch das erarbeitet mit einer unheimlichen Geschlossenheit, diesen Teamgedanken mit einer Kompaktheit und aus der Defensive heraus dann auch schnell umzuschalten, so diese Spielweise in der zweiten Liga denn dort anzukommen. Ist euch von Anfang an gelungen. Also wenn ich Spiele von Wiesbaden sehe, dann ist die Mannschaft in der zweiten Liga angekommen, wo ich mir dann jetzt nochmal andere Mannschaften vor Augen führe, wo ich sage, okay,
die brauchen noch eine gewisse Lernkurve und müssen sich adaptieren. Was brauchst du in der Liga? Ne? Ballverluste im Zentrum, in der eigenen Hälfte, Querpässe tunlichst vermeiden, weil dann ist der Nielsen halt sofort da und spielt den Ball rein. Jetzt bei VfL Osnabrück gegen Hannover gestern. Ne? Und da spielt ihr deutlich nochmal ein Stück weit abgeklärt, oder beziehungsweise die Spielweise hilft dir auch, um dann vielleicht die Ergebnisse auch zu einzufahren. Eine Spielweise entwickeln, Abgeklärtheit, Geschlossenheit im Team. Darum geht es auch in unserem nächsten Thema. Ein weiser Mann hat mal gesagt, ihr müsst agieren wie die Graugänse. Denn jetzt geht es um unser erstes Thema, um den DFB und die Nationalmannschaft. Hansi Flick wurde als Bundestrainer entlassen. So etwas gab es in der Geschichte des DFB noch nie. Nach anhaltend schlechten Leistungen und einer 1:4 Blamage gegen Japan war Schluss. Rudi Völler, Hannes Wolf und Sandro Wagner übernahmen kurzerhand und zeigten beim Erfolg gegen Frankreich, was mit Willenskraft und Einsatzbereitschaft alles möglich ist. Eine Dauerlösung soll das Trio jedoch nicht sein. Der DFB ist weiter auf der Suche. In der Gerüchteküche kommen Namen wie Julian Nagelsmann, Oliver Glasner oder Louis van Gaal auf. Was die DFB-Elf vor der Heim-EM für Impulse braucht und wer der richtige Trainer an der Seitenlinie sein könnte, das und mehr jetzt bei Ed Broski. Ein weiterer weiser Mann hat mal gefragt. Hansi Flick, was ist das? Und das hat sich auch der DFB gedacht. Man hat ihn entlassen und die Nachfolge steht noch aus. Wir haben viele Kandidaten gerade gesehen. Unter anderem hat sich auch Felix Magath eingeschlichen. Ich weiß nicht, wo der herkommt. Felix Magath, Publikum, ja, nein? Oder gibt es doch nur einen Rudi Völler? Rudi holt die Männer langsam mit ins Boot. Ja, viel passiert in der Nationalelf. Wir haben eine Heim-Europameisterschaft vor der Tür. Und irgendwie müssen wir den Karren ein bisschen aus dem Dreck ziehen. Über 20 verschiedene Viererketten. Am Ende keine guten Ergebnisse unter Hansi Flick. Und jetzt stehen wir da. Wo stehen wir, Kerry? Ja, nicht an der Weltspitze, ne? Muss man ganz klar sagen. Meiner Meinung nach wurde auch Hansi Flick zu spät entlassen. Nach der WM hatte man schon die Warnsignale eigentlich gesehen, dass es in der Mannschaft auch nicht stimmt. Ich glaube, viele von euch haben auch die Doku gesehen und da hat man ja gemerkt, dass so ein bisschen in der Mannschaft auch keine Hierarchie vorhanden ist und das ist eben ganz wichtig. Du brauchst eine funktionierende Achse, die war nicht da. Man konnte bei der WM noch sagen, okay, viele Torabschlüsse, Chancen nicht gemacht, aber jetzt hat man es in den letzten Spielen einfach gesehen, auch seit Juni vor allem. Und ich habe die Mannschaft immer begleitet, die ist in jedem Spiel schlechter geworden. Und zwar in allem. Du hattest gegen Japan eigentlich nicht den Hauch einer Chance. Die haben Deutschland deklassiert, muss man sagen. Deswegen war es auch jetzt völlig richtig, aber eigentlich aus meiner Sicht auch schon ein bisschen zu spät. Würdet ihr zustimmen, wenn er sagt, zu spät, die Entlassung? Ich muss vorwegstellen, dass es mir tatsächlich eigentlich komplett egal ist. Die deutsche Nationalmannschaft holt mich seit Jahren nicht mehr ab. Also auch Prinzip Länderspielfußball. Ich mag Vereinsfußball mehr. Und dann beim DFB noch das Ganze, was in den letzten Jahren drumherum war, marketingtechnisch und so, das hat mir keine Freude gemacht. Und wenn ich dann mal ein Spiel angeguckt habe, ist jetzt wieder passiert in Vorbereitung auf die Sendung, habe ich auch gedacht, brauche ich es nicht, dann nehme ich in der Länderspielpause lieber Urlaub. Aber wenn du es professionell betrachtest, ohne jetzt meinen eigenen Gusto nach Fußballspielen auszuwählen, bin ich bei Kerry. Dann hättest du es früher machen müssen, hättest nicht so lange dran festhalten dürfen und dich dann auch mal vielleicht selbst so sehr in Frage stellen, dass du diese Entscheidung triffst, die natürlich auch andere dann unter Druck bringen. Weil es gibt ja Leute, die die Entscheidung getroffen haben oder lang mitgetragen haben. Und ich glaube, da sind ganz viele Mechanismen, wo man sich das selber nicht eingestehen möchte, um selbst länger in Machtpositionen zu bleiben. Du darfst aber den Zeitfaktor nicht vergessen. Ne? Also wir sind so kurz vor der Heim-Europameisterschaft. Mich holt es übrigens noch komplett ab. Hamburg, Spielort. Ich habe richtig Bock drauf, eigentlich. Na klar, die Situation ist gerade relativ schlecht. Apropos Graugänse, ich glaube, das habt ihr irgendwie wahrscheinlich alle mitbekommen. Ich fand es ganz lustig, der Frauentrainer von Bayern 04 Leverkusen hat mir gesagt, das ist eigentlich ein Film, den Alex Ferguson immer gezeigt hat. Und das hätte auch gut gehen können. Ist einfach nur eine andere Generation. Das heißt, die Ansprache, die Hansi Flick gewählt hat, ist dann aus der Zeit gefallen. Und dann kommt natürlich die Anschlussfrage, wer kann uns denn wieder in die Zeit bringen? Wir haben vorhin auch schon wieder diskutiert und kommen wahrscheinlich gleich zu allen möglichen, die wir hier vorschlagen werden. Hansi Flick war halt auch nicht konsequent. Vor allem, man hat es jetzt gesehen bei Leon Goretzka. Im Juni hat er dem Spieler gesagt, er soll ein wichtiger Führungsspieler werden, auch mit Blick auf die EM.
drei Monate später, in der Phase, in der Goretzka eigentlich stabilisiert hat, hat er ihn nicht mitgenommen. Auch diese Ausbotung von Niklas Süle zwischendurch. Also der gehört vielleicht nicht immer zu den 11 Besten, aber zu den 25 Besten sollte er in Deutschland eigentlich schon meiner Meinung nach gehören. Deswegen war Hansi Flick einfach nicht konsequent auch in seinen Personalentscheidungen über die vergangenen Monate. Ja, du sprichst es an, Thema Niklas Süle, 22 verschiedene Abwehrreihen in 25 Spielen. Wie willst du dich dann einspielen für so eine Europameisterschaft? Gar nicht. Keine Konstanz, also auch in der Abwehr, aber natürlich auch vorne im Sturm. Also ich finde, Niklas Füllkrug muss eigentlich vorne immer spielen, weil es auch einfach ein guter Typ ist, aber auch einfach dieser Spielertyp, dieser Neuner, den wir in Deutschland ja seit Jahren eigentlich suchen. Das ist jetzt kein Robert Lewandowski von der Qualität her, aber er kann dir Bälle festmachen. Und ich finde einfach von der Persönlichkeit her, das hat man eben auch in der Doku gesehen, wäre es jemand, der dieser Mannschaft einfach gut tun würde. Und man hat es ja auch bei der WM gesehen, er kommt rein gegen Spanien, macht direkt das Tor und startet dann im letzten Spiel schon wieder nicht. Und ja, ich finde halt, da muss man auch wirklich jetzt klare Entscheidungen treffen, defensive, aber auch offensive. Würde mich mal aus Spielerperspektive interessieren. Du bist ja Kapitän und spielst auch in der Innenverteidigung. Wie würdest du das finden, wenn du wirklich in jedem Spiel andere Verteidiger neben dir stehen hast? Also kann man sich da überhaupt richtig einspielen? Ja, es sind schon Mechanismen, die sich mit einer Zusammenarbeit, mit einem Zusammenspiel, mit immer demselben Partner, das sind schon Sachen, die sich einspielen und die dann optimaler verlaufen. Aber was ich viel drastischer finde als die Spielerwahl oder wer auf dem Platz steht, ist diese Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen. Das fehlt mir und das würde mir als Spieler am meisten auf den Sack gehen. Wenn ich auf dem Platz stehe und ich habe keine Ahnung, wie wollen wir nach vorne kommen, wie wollen wir verteidigen, wo wollen wir pressen, wie wollen wir zu Torschüssen kommen? So, das wäre für mich viel schlimmer. Und das ist das, was ich bei der Nationalmannschaft viel mehr vermisst habe. Ich meine, ich bin nicht nah dran. Ich war auch immer weit weg von der Nationalmannschaft. Deswegen muss man da auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber was ich einfach als Fan, was mir gefehlt hat, ist so, für welchen Fußball steht Deutschland? Wir haben gefühlt in den letzten Jahren einfach immer ein bisschen rumexperimentiert. Wollen wir von dem mal was nachmachen? Wollen wir uns hier mal was abschauen oder so? Also da fehlt mir die Identifikation, dann ist es mir auch egal, wer das im Endeffekt macht oder wer das vielleicht auch am besten in Deutschland kann. Da wirst du Spieler finden, weil der Spielerpool an Leuten, die Qualität haben, ist, glaube ich, groß genug. Die Art und Weise, das ist das, was mir fehlt, wenn ich die Nationalmannschaftsspiele gucke. Ich will wieder, dass ich weiß, was kommt da jetzt, was passiert da, was will die Mannschaft, wo will die hin? Und ich will dann wieder ein Spiel gucken, dann, wie gesagt, ist mir der Name egal, der hinten auf dem Trikot steht. Ich will einfach sehen, das ist der deutsche Fußball. Und es ist ja eigentlich brutal, wenn man darüber nachdenkt, was wir jetzt auch schon in dem Alterssegment unter 23, 24 für Spieler haben. Also ich glaube, jeder, der sich ein bisschen mit der Bundesliga befasst, der echt sehr eigentlich nur danach wird, so ein Musiala zu sehen, auf dem Platz zu sehen. Also da brauchen wir ja nicht viel Fantasie für, dass das eigentlich offensiv sehr gut funktionieren sollte. Aber ich glaube, das, was du angesprochen hast, ist auch so ein bisschen das, was mich nicht mehr abholt. Es gibt keine Philosophie. Es läuft mal zwischenzeitlich sehr gut. Du holst einen Titel und dann hast du keine Idee, wie du weitermachst. Dann machst du so weiter, weil es hat ja irgendwie funktioniert, aber hast kein mittelfristiges, kein langfristiges Ziel. Und das Einzige, was du dann zwischendurch machst, ist, dass du sagst, das ist jetzt La Mannschaft. So. Best never rest. Oder? Und vor allem hier, das Krasse ist ja, hier sitzt ja eigentlich die Generation, die die Hashtags mal abholen sollte, ne? Hat's euch abgeholt? Nee. Na, das Problem ist halt auch, dass du siehst es auch an solchen Spielern wie Joshua Kimmich, der dann in der Defensive eingesetzt werden soll und dann im Spiel aber sich immer weiter nach vorne orientiert hat, weil er eigentlich mit dieser Rollenzuweisung nicht komplett klarkommt für sich. Und da fehlt mir halt auch die Identität, dass du natürlich sagst, okay, das typische, der Coach hat eine Idee mit mir, dann versuche ich es halt komplett umzusetzen. Nicht, dass ich ihm das vorwerfen möchte, sondern eher, dass man da gemerkt hat, dass er dieser Rolle nicht komplett für sich so gerecht werden kann und deswegen auch überhaupt nicht sein Optimum abholen konnte. Ist natürlich auch bei Joshua Kimmich so eine Geschichte, der hat, meine ich, das müsste die Europameisterschaft 2016 gewesen sein, wo er seine ersten Einsätze hatte. Da hat sie auch angefangen mit der Verteidigerposition, wo er es dann auch gut gemacht hat, hat auch lange Zeit bei den Bayern funktioniert. Dann hat man dann irgendwann gemerkt, okay, eigentlich ist es schon so ein Spieler auf sehr gutem Niveau im Zentrum. Dann hat man ihn für die Europameisterschaft 21 dann irgendwie auf der rechten Wingback-Position nochmal geparkt. Und ich weiß nicht, ob ihr mir dazu stimmt, aber ich finde es auch sehr interessant bei Ilkay Gündogan, der seit Jahren überragende Leistungen bei Manchester City gebracht hat, irgendwie in 5 Jahren 4-mal Meister geworden ist. Und er braucht einen Champions-League-Titel als Kapitän, bis du irgendwann mal checkst, ah, den haben wir auch noch. Und dann wird er Kapitän auf einmal. Und gefühlt vor 2 Jahren war er eigentlich noch in dieser Ära Kroos, war er eigentlich komplett außen vor. Ja, weil die auch einfach keine richtige Spielidee entwickelt haben über die letzten Jahre, was du ansprichst.
Gündoğan hat bei City ja eine ganz andere Rolle auch gehabt. Bisschen weiter offensiv, fast schon so auf einer Zehnerposition. Die haben den Ball aber auch viel besser laufen lassen, weil sie eben seit Jahren so zusammen spielen, mit einem Rodri zum Beispiel. Und das fehlt mir einfach auch bei der Nationalmannschaft, dass da so eine klare Identität auch da ist, spielerisch. Und ja, das ist es eigentlich. Das ist, ich finde auch tatsächlich, dass ein Trainer mal von außen ein bisschen mehr Energie reinbringen muss. Und deswegen würde ich auch Julian Nagelsmann sehr begrüßen als Nachfolger von Hansi Flick. Lass uns gerne mit Julian Nagelsmann reinschalten. Ist es für euch der perfekte Nachfolger? perfekte Nachfolger, wer ist der perfekte Nachfolger? Also ich denke auch, dass Hansi Flick jetzt... Der wird der Mannschaft schon genau gesagt haben, wie sie spielen wollen und wo sie pressen wollen und wie sie eröffnen, welche Räume sie bespielen wollen. Es gibt also meiner Meinung nach heutzutage keinen Trainer mehr auf dem Niveau, der jetzt ohne eine Idee und auch die Mannschaft aufs Feld bringt, ohne irgendwie eine Idee. Und die Frage stellt sich halt nur, warum haben die Spieler das nicht umgesetzt? Das ist für mich eher die Frage, die sich mir stellt. Nicht die Frage, ob der Trainer jetzt die klare Idee transportiert hat oder eine klare Idee hat, sondern ich glaube auch nicht, dass er gewinnt einen Triple ohne eine Idee und ohne mit einer Führungsart, die wird er nicht verändert haben, wie er jetzt beim DFB auch gearbeitet hat. Auch das ist ja etwas, was man dann immer wieder im Nachhinein in Frage stellt. Aber er ist ja kein anderer Typ mit einer anderen Ansprache. Wir gucken uns jetzt die Doku an und kritisieren das, wie er dann die Mannschaft so, aber er wird das im Verhältnis jetzt zu Bayern wird er sich nicht verändert haben. So, jetzt da war es erfolgreich, hier war es vielleicht weniger erfolgreich. So, dann muss man halt gucken, okay, warum haben die Spieler vielleicht nicht die Art und Weise diesen Zusammenhalt gehabt? Vielleicht stimmte das, Hierarchie war nicht da, keine Ahnung, kann sein. So diese Prozesse, wir können es ja nur von außen irgendwo spüren, dass die Energie nie so richtig da war. So dieses aufopfernde Wien Wiesbaden, sich füreinander aufopfern auf dem Platz. Ne, der eine wird ausgespielt, der andere ist da, jeder ist füreinander irgendwo, wälzt den Platz für den anderen um. Keiner, wenn einer einen Fehler macht, ist der andere sofort da. Ne? Diese ganzen Aspekte, die du in einer erfolgreichen Gemeinschaft verschworenen Haufen irgendwo auch bringen musst, um erfolgreich zu sein und auf dem Niveau noch mal mehr. Also da spielst du gegen die besten Spieler der Welt und da sind 1-2%, die den Unterschied machen und diese 1-2%, die haben bei uns immer gefehlt. Wenn ich die Spiele gesehen habe, also ich bin anders, mich berührt das schon. Also ich bin dann auch irgendwo, wenn ich Nationalmannschaft, war für mich immer so, weiß ich, als Kind schon irgendwo, wo man sich mit identifiziert, da war eine gewisse Verbundenheit immer irgendwie da. Deswegen, als Kind bei mir auf jeden Fall auch. Ja, hat halt und jetzt immer noch, also wenn die Nationalhymne spielt und so, ich durfte selber mal U-Nationalmannschaft, auch Europameisterschaft spielen und so weiter, das hat mich immer irgendwo auch berührt und diese Mannschaft. Und deswegen tut einem das natürlich weh, wenn man sieht, dass sie gegen Japan verlieren, ausscheiden. Und das hat mich einfach auch enttäuscht und so. Aber trotzdem freue ich mich immer auf die Spiele irgendwo und trotzdem hat man da auch immer irgendwie so eine gewisse Verbundenheit. Zumindest ist es bei mir so. Und deswegen habe ich mich halt irgendwo gefragt, okay, auf diesem Weg, wo hat Hansi vielleicht ein Stück weit die Mannschaft irgendwo verloren? Wo sind die Zweifel größer geworden als die Überzeugung von seinen Worten? Und das ist halt ein Prozess. Und der wird natürlich auch der Druck von außen, der immer größer wird. Die Spieler werden dann vielleicht auch mal kritisiert zwischen den Zeilen, wie auch immer. Und irgendwann zweifeln sie an diesem Weg und irgendwann ist der Zeitpunkt, muss man darüber diskutieren, wann der richtige Zeitpunkt ist, auch immer schwierig zu sagen, wann du was verändern musst. Jetzt fühlte sich das auch so an, als ob da jetzt nicht, dass da was passieren muss, aber wie gesagt, in diesem Prozess, wann das gekippt ist, das wissen eigentlich die Leute, die da am nächsten dran sind. Von außen ist es immer schwierig, irgendwo zu sagen. Aber jetzt zu sagen, ja, die Mannschaft hatte keine Idee und so weiter und so, das, da tue ich mich immer extrem schwer, weil das wird immer relativ schnell angestrengt, sowas zu sagen oder zu behaupten. Hansi Flick, nochmal, gewinnt ein Triple nicht ohne Ideen und ohne irgendwo eine Mannschaft auch, was seine Führungsaspekte... Ich wollte gerade sagen, du sprichst es an, also die Hansi Flick-Aktie ist ja... im Rekordtempo eigentlich gesunken. Er war ja, damals wurde er als der Heilsbringer präsentiert, genau. die ganzen Titel mit Bayern München gewonnen. Und du hattest es gerade gesagt, das war ja damals, ich erinnere mich, das war die Corona-Zeit, wo das war ja Bayern München, hat er gespielt wie eine Übermannschaft, da waren die Spiele gegen Barcelona dabei,
immer mit breiter Brust aufgetreten. Da gibt es ja auch noch so legendäre Interviews, wie Niklas Süle gefragt, werdet ihr Champions-League-Sieger? Der sagt nach einer Sekunde, ja. Dann kann ich mich daran erinnern, weiß gar nicht, ob das Kimmich oder Müller war, hattest du gerade auch angesprochen, wo sie gesagt haben, wir sind gerade geil darauf, die Fehler des anderen auszubügeln. Und irgendwas muss ja in den zwei Jahren passiert sein, weil du hast ja auch immer so einen gewissen Bayern-München-Block auch logischerweise in der Nationalmannschaft. Ja. Aber kein Lewandowski. Sagst du, das ist der große Unterschied? Ich finde schon, Lewandowski, Thiago, diese Spieler haben schon in der Trippelsaison extrem die Mannschaft auch geprägt. Und auch in Alaba, Boateng, diese Innenverteidigung, die waren brutal in diesem Jahr. Und die hatten eben diese funktionierende Achse, auch Manuel Neuer noch in einer besseren Form. Und ich finde, Hansi Flick hat dieses taktische, dieses spielerische eben nicht so entwickeln können, eine Mannschaft nicht so entwickeln können, weil bei Bayern musste er das auch nicht in der Form nicht unbedingt, weil Niko Kovac damals, die Spieler hatten keine Lust mehr auf Niko Kovac, das war denen zu wenig Fußball. Und ich glaube, damals brauchte Hansi Flick nicht so viel im taktischen Bereich zu machen, sondern mehr auf der mentalen Ebene, die Spieler aufzurichten, auch mal in den Arm zu nehmen. Und dann kamen die Ergebnisse und ist ein Flow reingekommen und Selbstvertrauen vor allem. Das ist ja viel Kopfsache auch im Fußball. Wenn dann mal ein Spiel gewinnst, wenn das Spiel gegen Japan gewonnen worden wäre bei der WM, wer weiß, was da los war. Weil am Ende hatte die Mannschaft schon viele Chancen, viele gute Aktionen. Hatten ja auch alles im Griff bis zur 60. Minute. Dann geht Gündogan raus, ein Harmoniewechsel von Hansi Flick, wurde ja so abgetan, weil er Goretzka schon nochmal spielen lassen wollte, weil der war ja auch sauer. Und ich finde, das war so ein bisschen diese Konsequenz einfach gefehlt auch. Aber das ist halt ein wichtiger Punkt. Ne? Wenn du halt diese Erfolgserlebnisse ausbleiben, dann werden irgendwann die Zweifel immer größer an diesem Weg. Du brauchst irgendwann diese Erfolgserlebnisse, um dich auch diese Überzeugung für deine Worte, also du stellst dich jeden Tag vor die Mannschaft. So, und glaubst natürlich auch an den Erfolg und gibst was vor. Und wenn dann dieser Erfolg nicht kommt, dann kippt ab irgendeinem gewissen Zeitpunkt auch durch den Außen den Druck, auch die Zweifel, die von außen reingetragen werden, auch innere Zweifel, die dann die Spieler irgendwann auch haben vielleicht, weil es dann nicht aufgegangen ist und du immer wieder versuchst. Und dann kippt irgendwann diese Stimmung und auch diese Atmosphäre innerhalb so. Und wie du auch sagst, ne, wenn du dann irgendwann versuchst, auch Spielern permanent gerecht zu werden, ne, ein Kimmich, der jetzt als rechter Außenbahnspieler spielt und dann aber trotzdem beim Spielaufbau, willst du mit einem Dreieraufbau dann reinziehen soll ins Zentrum und dann auf seine Trainingseinheiten. Genau, mit zwei Trainingseinheiten. Das ist dann, ne, wo du dann sagst, ja, taktisch und so weiter. Dann hast du nicht diese Überzeugung, diese Sicherheit, um das dann irgendwo auf den Platz zu bringen. Erstmal die Spieler, diese 1-2%, von denen ich gesprochen habe. Und dann kippt so eine Geschichte. Und was Rudi und Hannes jetzt und Sandro super gemacht haben, natürlich. Die haben natürlich versucht, wieder die ganzen Abläufe zu vereinfachen, aus einer eher kompakteren Spielweise sich erstmal wieder diese Sicherheit zu bekommen und den Spielern einfach diese Überzeugung und aus einer einfachen taktischen Spielweise diese Sicherheit zu bekommen. Und da die ersten Minuten haben mich komplett abgeholt. Also ich war dann vor dem Fernseher, habe mich dann einfach irgendwie auch wieder gefreut, weil man sich damit identifiziert in irgendeiner Art und Weise. Ne? Wenn du siehst, Mensch, ein Can, der dann mit der Hacke weiterleitet und den Konter fährt mit einem hohen Tempo und Sané, der dann 1-1, so, das war irgendwie... Ich muss sagen, ich bin erst in der 30. rein. Aber ich finde vieles von dem, was er gerade gesagt hat, ist auch die Antwort für mich nach der Frage zu Julian Nagelsmann. Für mich ist es eher ein Nein. Weil ich glaube auch, dass ihn das noch sehr wurmt, das Ende bei den Bayern. Es ist ein Trainer, der sich krass beweisen will, der sich selber aktuell noch mega unter Druck setzt. Und jetzt DFB, die Öffentlichkeit, das alles, was da kommt, wäre für ihn selber, glaube ich, der richtige Schritt. Vielleicht mal ein Jahr, zwei Jahre irgendwo, wo man vielleicht nicht die ganze Zeit von der Bild besprochen wird oder whatever, England sich da beweisen. Ich würde, glaube ich, eher einen etwas gesetzteren Kollegen. Eine Heim-EM ist ja auch eine Riesenchance für so einen Trainer. Das ist eine einmalige Chance. Also Bundestrainer, also wenn dich jemand anruft und sagt, ja, natürlich. Mario, morgen Bundestrainer. Also wenn egal er gefragt wie. Wird, sagt er nicht nein. Hey, was ich mich halt dann frage, ist, so, das habe ich auch eben überlegt, man muss halt auch unterscheiden zwischen einem Vereinstrainer und einem Nationaltrainer. Und wenn Flick das, wenn man sagt, ja, bei Bayern, das hat gut funktioniert, ja, da hast du aber auch täglich den Spieler da, du kannst täglich was entwickeln. Du bist ganz nah an der Mannschaft jeden Tag und bei der Nationalmannschaft hast du halt immer nur diese kurzen Shots jeden Monat, wo du halt Input geben kannst und jeder Spieler hat eine andere Spielidee in seinem Verein. Und das war die erste Frage, die ich mich gestellt habe bei Nagelsmann.
Er wirkt auf mich, ich bin nicht nah dran oder sonst irgendwas, aber er wirkt auf mich wie ein Trainer, der klar was entwickeln will. So eigentlich jemand, der über 2-3 Jahre eine Spielidee hat und sich dafür die Spieler zusammenholt und das entwickeln will. Und ich weiß nicht, ob dann die kurze Zeit, die man bei der Nationalmannschaft hat, ob das dann funktioniert. Da würde ich jetzt vor allen Dingen auch auf der, wenn man bedenkt, wie kurz die Zeit jetzt ist, bis zum Turnier, vielleicht eher einen Trainer holen, der damit klarkommt und eher so ein Turniertrainer ist und der jetzt nicht langfristig Fußballprojekte entwickelt. Ich glaube, du brauchst einen mit Ansprache. Ganz kurz zu Hansi Flick. Also wir sprechen immer über die Bayern, aber wir vergessen, dass er auch der Löw-Flüsterer war. Also er hat schon beim DFB auch eine sehr erfolgreiche Zeit gehabt. Wenn man da mit Spielern gesprochen hat, haben sie gesagt, sehr, sehr viel des Plans der erfolgreichen Zeit kam damals auch über Hansi Flick. Du sitzt unter dem Plakat von Sandro Wagner, dann mit Hannes Wolf. Ich finde, das ist ja aber auch eine coole Kombination, die jetzt Julian Nagelsmann oder wer auch immer gut für sich nutzen kann. Also Hannes Wolf ist für mich nicht ein Coach, der an der Seitenlinie so wahnsinnig charismatisch wirkt, sondern einer gut für die zweiten Reihe, der Abläufe plant, der auch in der Jugendarbeit sehr gut aufgehoben ist. Deswegen fände ich da eine Kombination total spannend. So. Carrie, Nagelsmann hast du bei den Bayern natürlich auch logischerweise viel verfolgt. Würdest du da Mocky zustimmen? Zum Teil schon, aber natürlich ist es auch so, dass er Kimmich, Goretzka, Sané, Musiala, die kamen ja auch alle gut mit ihm klar und die würden sich auch wieder freuen, mit ihm zusammenzuarbeiten. Vor allem Kimmich, Goretzka. Und da hast du ja schon einen gewissen Block erstmal. Dann gibt es noch ein paar Leipziger, Henrichs, Timo Werner, mit denen er ja auch schon zusammengearbeitet hat. Also ich sehe das Ganze nicht so problematisch, vor allem wenn du noch einen Rudi Völler im Hintergrund hast. Der muss ja gar keine Taktik machen. Der kann trotzdem mal in die Kabine kommen, ein paar Worte verlieren. Der hat diese Fannähe. Dann hast du noch einen Sandro Wagner, auch einen sehr energischen Typ. Ich finde die Kombi Nagelsmann-Wagner, die kennen sich auch. Wagner hat ja unter Nagelsmann noch bei Hoffenheim gespielt. Ich finde die Kombination mega cool. Und Nagelsmann baut sich jetzt ein neues Trainerteam auf, weil alle Assistenten von Bayern jetzt was anderes machen. Dino Topmöller zum Beispiel bei der Eintracht ist. Und da hört man auch ab und zu jetzt gerüchteweise den Namen René Maric, der da so ein bisschen umherwabelt. Und ich finde das schon ganz spannend in der Kombination auch dann mit einem Nagelsmann und Sandro Wagner. Deswegen bin ich für diese Lösung. Georg Holzner vom Kicker übrigens heute noch berichtet, gerade eben kurz vor der Show reingekommen. Nagelsmann und DFB, es hapert so ein bisschen. Das Bayern-Gehalt, Kerry wird mich da vielleicht gleich korrigieren, so ungefähr 7 Millionen Euro. 6,5 war meine Info, aber es kommt. Kannst du abnicken ungefähr. DFB bietet wohl um die 4. Also man soll da wohl noch ein bisschen auseinander sein. Sie habe ich ja auch noch mal eingeblendet. Nicht mehr auf Twitter, sondern auf X. Verzeiht mir das. Ja, das sind die neuesten Infos. Aber Rudi Völler als Cheftrainer seht ihr eher nicht. Hat er auch schon selber dementiert, dass er es nicht machen will. Hat ja auch keine Lizenz eigentlich. Ne? Hannes Wolf stand jetzt auch im Spielberichtsbogen bei dem Spiel. Der hat die Lizenz eigentlich gar nicht dafür. Ja. Deswegen, aber im Hintergrund fände ich den nach wie vor super und man hat es ja auch gemerkt, wie er die Interviews auch gibt dann bei uns. Da kommt ab und zu auch mal ein flapsiger Spruch hintenher, eine gute Antwort von ihm. Der bringt so eine gewisse Energie rein und Marc-André Ter Stegen hat es auch nach dem Spiel zu uns gesagt, was der für eine Präsenz hat, der Völler auch in der Kabine, die tut richtig gut. Und schade, dass er es jetzt halt nicht weitermachen will, aber ich finde, er kann ja im Hintergrund weiter eben agieren. Hauptsache es funktioniert, würde ich sagen. Also mir ist die Lösung im Endeffekt auch egal. Was ich halt immer, was ich ganz gut fand auch, die Interviews und die Aussprachen danach im Spiel und auch vor dem Spiel, das waren wieder, kam bei mir zumindest klarer rüber. Also das war authentischer, man hat den Leuten das auch abgekauft, was da die Idee war. Und das ist mal ein erster Schritt, der, glaube ich, ganz gut tut, auch um eine Brücke zu jeglichen Fans zu schlagen. Thomas Müller hat es auch gesagt, ne? Dass man nicht mehr darüber diskutieren sollte, ob das Land jetzt irgendwie gesammelt hinter der Nationalmannschaft steht, sondern es einfach wirklich nur um Ergebnisse geht. Und dann kannst du dir Gedanken darüber machen, wie du vielleicht zum Beispiel Mario wieder ins Boot holen. Zurück ins Boot reinholst. Jetzt müssen wir noch so ein Schimpfwort in den Mund nehmen. DFB Taskforce. Rummenigge und Minzlaff sind Sonntag ausgetreten, nachdem Rettig Neuer. Sehr beliebt, die beiden Männer. Rettig ist neuer Geschäftsführer Sport des DFB. Und irgendwie macht das auch nicht so den allergeschlossensten Eindruck, oder, Kerry? Ich sag mal so: Diese Taskforce war von Anfang an absoluter Quatsch. Wenn ich jetzt sehe, dass auch ein Oliver Kahn, der eigentlich noch in dieser Taskforce war, jetzt auf einmal Markenbotschafter in Saudi-Arabien ist und da die Clubs irgendwie abklappert, dann frage ich mich halt auch, was das Ganze eigentlich sollte insgesamt.
Ich finde halt schon, dass man jetzt mit Hannes Wolf jemanden auch dazugeholt hat, für diese Nachwuchsreform auch. Das finde ich ganz gut, aber sonst ist eben nichts im Hintergrund passiert. Ich finde auch zum Beispiel Matthias Sammer, finde ich super auf der Trainerbank. Er redet immer viel auch im Hintergrund, hat gute Ideen. Ich würde mir von ihm auch wünschen, dass er es dann mal macht, weil er echt ja, da einfach gute Visionen hat. Aber diese Taskforce an sich ist einfach ja, absolut gescheitert. Und es wundert mich jetzt auch nicht, dass da Rummenigge austritt und Minzlaff, weil Rettig ja schon auch gerade gegenüber dem FC Bayern in den letzten Jahren immer wieder mal Aussagen getätigt hat, die ja, ein bisschen populistisch, auch teilweise polemisch waren. Und deswegen war es eigentlich ganz klar, dass Rummenigge da nicht mitmachen wollte. Aber wenn man sich den Zeitstrahl DFB Taskforce anguckt, dann zieht sich das ja eigentlich von vorne bis hinten durch. Also ich erinnere mich an das Interview von Watzke, wie er auf der Pressekonferenz gefragt wird, wie sind wir denn eigentlich dazu gekommen, dass jetzt Rudi Völler dort sitzt? Und er sagt, ich habe in den leeren Raum geguckt und mir gedacht, das ist so einfach für dich. Also das war die Taskforce. Dann geht es weiter mit, du hast es angesprochen, Hannes Wolf, mit der Nachwuchsrevolution, die jetzt so ein bisschen angestrebt wird, dass man da einfach ein paar grundlegende Sachen verändert. Aber da wird sich ja auch widersprochen dann. Wollte ich gerade sagen, Watzke. Also, er hat das System nicht verstanden und kritisiert es. Also. Ja. Schwierig, DFB. Trotzdem, also auch der Applaus total berechtigt von euch zu sagen, die beiden sind jetzt weg, aber der Umgang damit, eine Taskforce dann zu gründen und dann nicht zu informieren über solch eine entscheidende Personalie wie Andreas Rettig, das glaube ich, wird der DFB nochmal aufarbeiten müssen. Also genau, lass mich kurz einhaken, auch für die Zuschauer da draußen. Das war auch der Grund tatsächlich, warum sie zurückgetreten sind, weil sie es aus den Medien erfahren haben. Genau. Also und das finde ich, ist nochmal gesondert zu betrachten, zu dem, was du aber auch natürlich zu Recht sagst, weil Andreas Rettig, ich finde den super, dass er übrigens jetzt beim DFB ist, weil er halt eben so ein Stachel im Fleisch ist und es ist super unbequem mit ihm zu diskutieren, aber das brauchen wir halt auch. Du brauchst mal eine konträre Meinung, die du auch aushalten musst und kannst, und gerade wenn wir sagen, geht es nur um Geld oder geht es ein bisschen um Liebe, also es erinnert mich so ein bisschen an Jürgen von der Lippe, kennt ihr das noch? Geld oder Liebe? Auf jeden Fall, das kann man beim DFB wieder einbringen und dafür ist Andreas Rettig echt der richtige Typ. Genau, auch weil du meintest, das wirkt nicht so stimmig, aber muss es ja auch nicht. Du kannst ja in einem Raum sitzen, wo zwei verschiedene Meinungen da sind und nicht immer alle in der gleichen Suppe schwimmen. Und dafür ist er, wie Christina sagt, genau der Richtige. Und ich glaube jetzt ehrlicherweise, der ist auch Geschäftsmann, er ist jetzt nicht aus der ersten Reihe im Stehplatzblock. Aber ich glaube, dass Andreas Rettig ein bisschen besser weiß als andere Personen, was den Fußballfan abholt. Und am Ende hätte es, glaube ich, gar nichts geändert. Auch wenn sie vorher Bescheid gesagt hätten, wären die, glaube ich, trotzdem ausgetreten. Sagst du? Schätze ich mal, ne? Also, ja, dafür, oder? Dafür sind die zu oft aneinander geraten. Bei verschiedenen, ja, weil die ja schon... Das nehmen sie jetzt dann gerne als Grund, ja, wir wurden vorher nicht informiert, aber ich glaube nicht, dass sie an einem Tisch gesessen hätten und alles diskutiert hätten bei einem Kaffee, wenn die Information früher gekommen wäre. Ja, von meinem Gefühl auch eher, ne? Das sind ja auch alles so Alpha-Tiere, ne? Also ich kann mir halt irgendwie kein Szenario vorstellen, wo Rummenigge und Watzke der gleichen Meinung sind. Es darf ja auch knallen. So, das ist ja. Ja, aber irgendwo muss der ja einen gemeinsamen Nenner haben. Das ist es ja. Es darf ja knallen, wenn die sich dann aber, weil ja beide nun mal eine Expertise haben, oder von mir aus sind es 5, 6 Leute, da hat jeder seine Expertise. Wenn die im Endeffekt auf einen Nenner kommen, der das Land voranbringt, dann ist das ja auch gut. Also man muss halt eine Basis haben, um miteinander reden zu können. Die Basis ist anscheinend nicht da, sonst wäre ja keiner gegangen. Aber dass da Leute ins Boot geholt werden, die mal eine andere Meinung haben und wo halt Reibung entsteht, finde ich schon gut, weil dann bewegt sich wenigstens was. Weil ich glaube, wenn man immer nur dieselben Leute um sich herum hat und nur dieselben Freunde und jeder ist immer von dem anderen der beste Kumpel, dann kommt man nicht voran, vor allen Dingen nicht in so einer verfahrenen Situation. Das war bei Bayern ja auch so mit Hoeneß, Rummenigge, die waren eigentlich nie einer Meinung, was jetzt auch Kaderplanung angeht, was Spieler angeht. Und diese Reibung, die tut einfach gut. Und ich finde, einfach auch kommunizieren, ne? Wie du sagst, aus den Medien erfahren, da verstehe ich dann auch die Beteiligten Rummenigge, Minzlaff, dass sie sagen, nee, machen wir nicht mehr. Aber Rummenigge, Hoeneß haben ja dann trotzdem, zumindest meiner Meinung nach, öffentlich immer schon sehr geschlossen gewirkt, oder? Ja, schon am Ende, aber in den Diskussionen intern, da hat es schon nochmal gekracht. Ist doch ganz normal. Diese Reibung hat dem FC Bayern wirklich geholfen über die letzten Jahre. Dann lass uns über einen Reibungspunkt nochmal sprechen. Hannes Wolf, also ist ja schon dann so ein konträrer Punkt zu Rummenigge und Watzke, die nochmal aus einer anderen Generation kommen. Möchte jetzt im Nachwuchsbereich ein paar neue Sachen anstreben, zum Beispiel dieses Foninho-System, was Watzke ja kritisiert hat. Findet ihr das System an sich gut? Ich würde da mal bei Alex reinschauen. Was hältst du davon? Also Foninho, muss man ja wissen, das hat Horst Wein, so heißt der das erfunden hat, vor über 30 Jahren in Spanien. Hat dort extrem großen Einfluss auf das Ausbildungssystem des spanischen Fußballs gehabt und ja, ist es halt hoch bewährt und anerkannt, weil du ja, die Ballkontakte, also es ist ein 3 gegen 3 auf 4 kleine Minitore,
Kinder, 6, 7, 8, die dann in diesem Setting spielen und du durch verschiedene Setups verschiedene Schwerpunkte akzentuieren kannst. Du kannst einmal mit einer Endzone hinten spielen, wo nur reingedribbelt werden darf. Du kannst hinten Anspieler haben. Also du kannst verschiedene taktische Schwerpunkte durch das Setting vorgeben, ohne von außen permanent reinbrüllen zu müssen, die Kinder permanent irgendwie instruieren zu müssen. Und du lässt die Kinder selber Erfahrung sammeln. Viele Zweikampfsituationen, offensiv, defensiv, viele Ballkontakte. Es ist eine super Form. Ich habe das oft im Spielersatztraining mit meinen Spielern gemacht, weil du da einfach viele, viele gute Situationen hast. Deswegen, ich finde es überragend. Also mein Sohn ist nach dem ersten Training gekommen und hat gesagt, Papa, ich habe darauf gar keinen Bock. Weil er gesagt hat, wo ist hier der Torwart, wo schieße ich meine Tore? Wie alt ist er? Der war kurz sauer, der ist 6. 6. Ja, der war kurz sauer, aber danach hat ihm es auch gefallen, weil er mehr Tore schießen konnte. Also sowieso schon. Für die Ausbildung ist das super, muss man einfach sagen. Und was wollen wir? Wir wollen eine Ausbildung. Und Ergebnisse gibt es trotzdem. Das ist ja auch völlig schwachsinnig zu sagen, es gibt keine Ergebnisse und es gibt keine Gewinner, kein Verlierer. Natürlich gibt es Gewinner und Verlierer und natürlich gibt es auch Ergebnisse in Anführungszeichen. Aber am Ende wollen wir die Kinder weiterentwickeln, wir wollen, dass sie Spaß haben. So, und wie schaffst du es, indem halt jeder involviert ist? Also wenn du ein 7 gegen 7 oder ein 8 gegen 8 mit 6-Jährigen und 7, 8-Jährigen spielst, da sind teilweise Kinder, die pflücken Blümchen und der eine guckt da hinten hin, dann hast du ein riesen Tor, was so ein kleines Kind gar nicht abdecken kann, kriegt dann 10 Dinger hinten rein und hat dann eher Rückenschmerzen von dem Ball aus dem Netz holen. Also am Ende hat das mit Fußball nichts zu tun und deswegen ist diese Form hoch anerkannt und bewährt in anderen Ländern. Und für uns kommt für mich die Implementierung Jahrzehnte zu spät. Also ich weiß nicht, warum man, also wie gesagt, Horst Wein ist ein Deutscher, der nach Spanien ausgewandert ist. Der hat das vor 30 Jahren erfunden. Also die Spanier haben das in ihr Ausbildungssystem implementiert, schon seit Jahren. Tiki-Taka, also kommt ja nicht von ungefähr, sondern das ist ein kleiner Baustein von dieser Philosophie. Und deswegen bin ich ein absoluter Fürsprecher. Wie gesagt, ich wundere mich nur, dass es bei uns irgendwie gefühlt Jahre dauert, bis wir so etwas bei uns implementieren können und in anderen Ländern, wo es halt vielleicht Entscheidungen zentraler gesteuert werden können, wo sie einfach schneller auf gewisse Trends auch reagieren können. Bei uns dauert es halt immer ewig, weil, so wie es ja jetzt auch ist, sich Leute dazu äußern, die überhaupt gar keine Ahnung haben. Und das ist halt auch ein Thema, ne? Also ich bin dafür, dass wir Leuten auch, die tief im Thema sind, auch Entscheidungskompetenzen mal geben, vielleicht auch in entscheidenden Gremien bei uns, um halt solche Themen auch voranzubringen, damit unser Fußball, unsere Ausbildung einfach auch weiterkommt. Und da bin ich, ja. Und die Themen wurden ja mit... Ja, finde ich auch. Und die Themen wurden ja auch untereinander besprochen, so auch zwischen DFB und DFL. Und dann fühlt sich wieder jemand berufen, irgendwie so eine Stammtischparole rauszuhauen. Auch diese ganze Diskussion um Bundesjugendspiele langweilt mich zu Tode, wenn man dann mit dieser kommt, ja, die Generation ist komplett verweichlicht. Unsere, auch die nächste Generation, hat auch genug Sorgen und Probleme, die sie mit sich rumträgt. Und nur weil die Sorgen nicht bedeuten, dass man noch von Papa mit dem Rohrstock gehauen worden ist, muss mir doch nicht ein 60-Jähriger sagen, ihr seid verweichlicht, nur weil ihr mal 10-0 verliert, dann wirst du Bundesligaspieler, weil du deinen Kugelstoßen schlecht gemacht hast oder so. Das ist so vorbei am Thema, wirklich. Und eine Sache noch, Horst Wein, der kommt aus dem Hockeysport. Ja, das ist ja auch nochmal so eine Sache. Ne? Wieso sind wir so arrogant im Fußball und sagen, hey, wir haben die Welt erfunden. Auch da kannst du ja sportartübergreifend auch nochmal gucken, was kannst du da noch voneinander lernen? Also es geht ja darum, voneinander Dinge irgendwie auch zu lernen. Und wie gesagt, Bernhard Peters ist ja noch ein Beispiel. Da vielleicht auch bei anderen Sportarten zu gucken, was machen die vielleicht in gewissen Strategien oder in gewissen Dingen irgendwo auch besser, wo wir von lernen können. Von daher, ja, also ich bin nicht so pessimistisch, weil ich einfach sehe, dass wir in unserem Land einfach so viele Talentreserven haben,
so viele Möglichkeiten haben, auch noch Spieler zu entwickeln, Kinder zu entwickeln. Du musst halt ausschöpfen. Muss man ausschöpfen. Es gibt viele Blindspots in Deutschland. Es gibt nach wie vor viele Regionen, die keine leistungsfördernden Strukturen haben. Also meine Heimat zum Beispiel. Wo? Meine Heimat zum Beispiel. Wir haben, glaube ich, in jetzt 15 Jahren haben wir, glaube ich, 3 Bundesliga-Profis geschaffen. Und mir kann ja keiner erzählen, dass jetzt in 15 Generationen gefühlt nur 3 Leute Fußball spielen können. Und, ja, also gibt's auch da. Also wir sprechen hier von Regionen wie Sachsen-Anhalt, Thüringen, da sind in Schleswig-Holstein, Brandenburg Teile, da produzieren wir keine Profis. Also wir bringen Profis oder Spieler, die dann irgendwann in der ersten oder zweiten Liga landen, bringen wir in Ballungsgebieten raus. Also das sind dann Hamburg, Bremen, sind so Hochburgen, Berlin, NRW auch teilweise, da wo Leistungszentren sind und wo viele Menschen leben, da bringen wir Profis heraus. Aber die Kluft zwischen dem Amateurbereich und dem den Leistungszentrum ist einfach viel zu groß bei uns im Land. Und da gibt es halt Strategien in anderen Ländern, die das deutlich besser strukturiert haben, deutlich besser kompensieren als wir. Und da müsste man meiner Meinung nach auch ansetzen, diese Kluft zwischen Amateurbereich und Leistungszentrum. Also in Deutschland sind in den letzten 13 Jahren nur 40 Spieler jemals in der ersten oder zweiten Liga gelandet, die nicht in einem Leistungszentrum ausgebildet wurden. Das ist in 13 Jahren viel zu wenig. So, und da muss man sich halt die Frage stellen, warum ist das so? Und da bist du, ne? Ja, und da gibt's halt andere Länder, die halt ganz andere Förderstrukturen haben. In Frankreich, wenn ich darüber gucke, da hat der Verband jährlich 17 Millionen, die sie investieren in den Amateurbereich. Also mit Fahrdiensten, mit Trainerfortbildung, um auch in der Breite, in der Basis einfach die Ausbildung zu verbessern. Mit verschiedenen Förderstrukturen, so mit Equipment, was sie da noch supporten und so weiter. Die haben unsere Stützpunkte, wir haben 366 Stützpunkte. Da gibt es Honorartrainer, da gibt es einmal pro Woche eine Stunde, anderthalb irgendwie Training mit unseren Talenten. So, in Frankreich, ich gucke jetzt nach Frankreich, weil ich mich damit auch noch auseinandergesetzt habe, da gibt es 15 Stützpunkte. Wenn ich jetzt Clairefontaine mal nehme als einen, also es gibt es landesweit, Clairefontaine ist einer, da werden 7 Monate lang im Alter 12, 13 werden 2.000 bis 3.000 Kinder gesichtet und daraus werden 25 rekrutiert und die werden dort ganzheitlich gefördert. Also die wohnen da, die gehen da zur Schule, die kriegen da jeden Tag Training und am Wochenende spielen die dann in ihren Mannschaften. So, und das ist ein ganz anderes Fördersystem und daraus sind dann Spieler wie Mbappé, wie Nkunku, wie Rafael Guerrero und halt viele Top-Spieler, die vorher in einer dieser Zentren praktisch ganzheitlich ausgebildet wurden, einen Teil ihrer Karriere gegangen. So, und solche Dinge fehlen hier halt auch komplett. Und es fehlt schon ewig. Also ich habe vor 17 Jahren hatte ich Stützpunkttraining und damals war es so, wenn du beim Stützpunkttraining warst, das war, wenn überhaupt, ein Ticken besser als das Vereinstraining. Mhm. Und wenn du nur annähernd Regionalliga in der Jugend gespielt hast oder halt Bundesliga sowieso, dann wärst du, da hättest du dich einfach verschlechtert, wenn du da hingegangen wärst. Ja, genau. Und ja. Und wir verlieren halt in diesem Ausbildungsprozess einfach viel zu viele, weil wir praktisch in diesen Struktur- oder Leistungs-, wo wir keine leistungsfördernden Strukturen haben, da verlieren wir halt in diesem Ausbildungsprozess viel zu viele Talente, viel zu viel Ressourcenpotenzial, weil auch da wir noch ein Bewusstsein entwickeln müssen, dass die Entwicklung nie linear ist, sondern immer in Wellen. Und bei uns ist es so, ne, wir nehmen ein Kind im NLZ irgendwann auf, mit 15, 16 hat es vielleicht körperlich noch nicht diese Entwicklung, also schicken wir es sofort weg und dann fällt es irgendwo, spielt es dann irgendwo in einem Amateurverein, so kriegt dann nur noch 2-mal die Woche Training, halt nicht mehr dieses Ganzheitliche, so, und fällt dann aus diesem Prozess raus, wo andere Länder wiederum auch wieder andere Förderstrukturen haben und ein ganz anderes Bewusstsein, also die dem individuellen Entwicklungstempo eines jeden Jugendlichen oder Kindes dementsprechend auch einen Karrierepfad in Form einer Mannschaft anbietet. Also U16, U18, U21, U23, verschiedene Karrierewege, um halt denen Zeit zu geben, Geduld zu geben, sich zu entwickeln und auf ihrem Niveau abzuholen. Also es gibt viele Spieler,
die jetzt, Ehren Dingschi jetzt am Wochenende zwei Doppelpack, so der ist jetzt 21, wird 22, so der hat eine gewisse Zeit gebraucht, um auf ein Niveau zu kommen. So, bei uns kriegen wenig Spieler diese Zeit, sondern die werden oftmals früher irgendwann schon in diesem Prozess aussortiert und wir verlieren die. Und da gibt es halt ganz viele Beispiele. Ich bin jetzt sehr, sehr viel in Europa rumgetourt und habe so die besten Akademien mir angeschaut, was die da so machen. Und da gibt es halt, also es gibt ganz spannend, Relative Age Effect, 60% unserer Erst- und Zweitliga-Profis sind in den ersten beiden Quartals geboren. So, das ist auch ein Wahnsinn, was für ein Potenzial wir da liegen lassen. Wir haben in Europa Vereine gefunden, die halt keinen Relative Age Effect haben, weil sie ihre Mannschaften nicht nach dem biologischen Alter einordnen, sondern so, wie sie entwickelt sind. Und so kann auch mal sein, dass ein Spieler, der eigentlich in der U15 spielen sollte, noch in der U14 oder in der U13 spielt. Das wäre hier undenkbar. Aber in Spanien ist das normal. In Holland ist das normal. Das beste Beispiel ist da auch Jamal Musiala. Der war damals in England, hat dort gespielt, wurde ja auch eigentlich in England komplett ausgebildet. Dann ist er zu U16 nach Deutschland, hat da zwei Spiele gemacht, wurde körperlich und taktisch für zu schwach befunden und wurde erstmal wieder zu den Engländern abgeschoben. Wir können echt froh sein. Wahnsinn, wir können froh sein, dass der Junge sich dann für Deutschland irgendwann entschieden hat, weil er auch so belabert wurde dann von seinen Kollegen beim FC Bayern, weil sonst wird er jetzt wahrscheinlich mit Bellingham für die Engländer spielen. Es gibt auch noch andere Talente, Can Usun vom 1. FC Nürnberg. Geiles Talent, 17 Jahre, schnappt sich da einen Elfmeter und knallt in den Winkel rein. Der deutsche Verband hat geschlafen bei dem. Natürlich gibt es jetzt noch die Möglichkeit, dass er berufen wird, aber die Türkei ist gerade vorne dran. Genauso Kenan Yildiz, der jetzt bei Juventus Turin sein Debüt gegeben hat. Ganz junger, talentierter Spieler, auch beim FC Bayern lange gewesen, seit seinem 8. Lebensjahr. Und da muss man doch eigentlich als DFB oder auch als Verband oder als im Nachwuchsbereich eigentlich genauer hinschauen. Also ich bin froh, dass wir jetzt oder viele Mannschaften jetzt wieder U23-Mannschaften einführen, dass sie erkannt haben, dass sie diese Karrierepfade bereitstellen müssen für die Ausbildung von Talenten. Also es geht halt, wie gesagt, es geht halt um unser Land, Qualität auch am Ende für die Nationalmannschaft am Ende auch auszubilden. Wir haben mit meiner Firma, wir haben eine Studie praktisch gemacht, wo wir mathematisch evidenzbasiert gemessen haben, dass 20% von der Spielerqualität, der späteren Spielerqualität und des Karriereverlaufs beeinflusst wird durch die Gestaltung des Übergangsbereichs, also der Sprung von Junioren in den Seniorenfußball. Und das ist eine unfassbar große Zahl. Das heißt, wenn ein Spieler wenig Spielzeit bekommt oder nicht angemessen seines eigenen individuellen Tempos entsprechende Mannschaft zugeordnet wird, sodass wir sprechen hier nicht über Florian Wirtz, über Jamal Musiala, das sind halt absolute Ausnahmespieler. Ich spreche jetzt über die Spieler, die halt eine gewisse Zeit brauchen, um diesen Adaptionsprozess irgendwo auch für sich, du weißt selber, den Sprung vom Junioren in den, riesengroßer Sprung. Das ist bei uns jedes Jahr so. Also genau. Bestes Beispiel bei uns zum Beispiel Benedikt Hollerbach. Ja. Der ist zu uns nahe gekommen und war Torschützenkönig in der A-Jugend, in der Bundesliga. Also ja eigentlich der beste Stürmer in Deutschland in seinem Jahrgang. Und hat in der ersten Saison über Kurzeinsätze, hat das nicht geschafft und das war dritte Liga. So, genau. Und da gibt es halt, auch da gibt es wieder, wenn wir in die Nachbarländer schauen, gibt es halt ganz andere Möglichkeiten, wo ein Spieler, es gibt in Spanien haben viele Mannschaften, viele Clubs sogar drei Herrenmannschaften. Wo so ein Laporte zum Beispiel als Beispiel oder Subimendi, die dann in der dritten Mannschaft anfangen, die sind dann in der fünften Liga, spielen da eine Saison mit 16, 17. Also auch das ist etwas, was wir in unserer Studie nachweisen konnten, dass du, je früher du im Herrenbereich oder im Seniorenfußball Erfahrung sammelst und spielst, desto tendenziell besser wirkt sich das später auf deine Spielerqualität und Karriere auch aus. Das heißt, wenn du dann anfängst mit 16, 17 vielleicht schon Seniorenfußball in der fünften Liga, dann dich weiterentwickelst, ein Jahr später 17, 18, 19 in der dritten Liga spielst, in Spanien zum Beispiel oder Portugal, und dann praktisch den Sprung schaffst in die erste Mannschaft. Also gibt es ganz viele Beispiele. Rodri ist den Weg gegangen, Subimendi, also ganz viele
viele, die diesen Top-Spieler, die diesen Weg gegangen sind, über zweite, dritte Mannschaften und sich da entwickelt haben. Früh Kamavinga mit 15 hat in der dritten Mannschaft gespielt und ist jetzt mit 20, hat schon 5 Jahre Herrenfußball hinter sich. Unfassbar. Also ne, was du dann für Erfahrungswerte dann einfach auch schon hast. Und da, wie gesagt, den Übergangsbereich müssen viele Clubs auch optimieren, um dann die Möglichkeit zu haben, höheren Output, mehr Spieler durch diesen Prozess durchzubekommen und weniger zu verlieren. Wir haben auch da in der Ausbildung ganz spannende Profile oder spannende Reisen von Spielern gehört, zum Beispiel Oyarzabal, der Zehner von Real Sociedad. Top-Spieler, zwischenzeitlich Marktwert 60 Millionen, wurde in der U17, der hat bei Real Sociedad in der U17 gespielt, die haben die Liga dominiert, haben jedes Spiel 5-0 gewonnen. Dann haben die gesagt, okay, was braucht der Spieler, um irgendwann mal da im Stadion anzukommen? Dann haben wir gesagt, ja, er muss einfach in der Defensive muss er einfach besser werden, weil die Skills können wir ihm hier nicht vermitteln, weil wir jedes Spiel halt dominieren. Also haben die ihn ausgeliehen, also die leihen ihr Top-Talent, Top-Spieler, leihen die einfach mal nach A-Bar aus. Die spielen gegen den Abstieg. Das musst du hier mal irgendwie einen Bundesliga-Verein irgendwie vorschlagen, dein Top-Talent erstmal auszuleihen. Aber was die halt für ein Mindset, die sagen halt, okay, wir haben einen langfristigen Entwicklungsplan für jeden einzelnen Spieler und das ist halt das, was der Spieler halt unter Wettkampfbedingungen noch braucht, eine andere Rolle im Defensivverhalten zu wachsen, nochmal andere Verantwortung auf dem Platz zu übernehmen und das zu lernen. Also leihen die ihn aus, entwickeln den Spieler und am Ende, wie gesagt, ist er Kapitän jetzt. Wir haben ein Spiel, habe ich da gesehen, gegen Real Madrid zu Hause, da waren 6 Spieler aus der eigenen Akademie in der Startelf von Real Sociedad gegen Real Madrid, gewinnen 2-1 zu Hause. Und 14 Spieler im Kader. Also wenn du dann keine Identifikation, stellt euch das mal vor in Dortmund oder in Bayern, wenn du und die spielen jetzt auch Champions League, also was da los sein muss auch an Identifikation mit dieser Mannschaft, wenn du das schaffst. Und Real Sociedad hat eine Ressource von 700.000 Menschen. Also das sind 700.000 Menschen in der Region. Und aus dieser Ressource schaffen die es, diese Qualität zu generieren. Das ist ja immer ein Totschlagargument von vielen Vereinen hier. Ja, wir schaffen unsere U23 ab, weil ja, der Sprung ist einfach viel zu groß. So geil können wir gar nicht ausbilden auf der Qualität, dass sie uns dann am Ende helfen. Und die beweisen es, dass es geht. Und da können wir noch ganz viele andere Beispiele heranführen. Benfica Lissabon, also wie gesagt, ich war sehr viel unterwegs, habe mir viel angeschaut, um genau diese Dinge einfach auch mal irgendwo wegzuwischen, die wir immer haben. Ja, andere Kultur, hier kannst du das nicht machen. Keine Ahnung, wir können nicht so gut ausbilden, wie wir am Ende da oben spielen und so. Das ist Schwachsinn. Word. Ich danke dir für den sehr, sehr langen Einen großen Applaus. Wirklich sehr, sehr stark. Ich hoffe, der DFB hört zu. Wirklich. Wahnsinnig spannend mit euch allen, da mal so ins Detail gegangen zu sein. Alex, man merkt, das ist dein Spezialgebiet. Sorry, ihr habt mich nach dem Nachwuchs gefragt. Sorry. Nein, also es hat allen wirklich super gefallen. Und wir machen eine ganz kurze Werbepause und kommen danach zurück, denn dann wird Mocky auf dem Hot Seat Platz nehmen und wir werden noch ein bisschen über die Bundesliga und über die anstehenden Champions League-Spiele sprechen. Bis gleich. Wir sind zurück bei Ed Broski, eurer Fußball-Talkshow. Und wir werden gleich thematisch natürlich auch, nachdem wir hier ein bisschen über den DFB geredet haben, uns um die Bundesliga und um die Champions League kümmern, denn da geht es ja morgen auch direkt wieder los. Und vor allem, die deutschen Vereine sind gefordert, Borussia Dortmund wird eine absolute Hammergruppe, da sprechen wir gleich drüber. Vorher habt ihr hier noch die Möglichkeit, als stiller und leiser Twitch-Zuschauer was zu gewinnen. Wir verlosen heute insgesamt 50 Mal EAFC 24 auf der Konsole eurer Wahl. Dafür müsst ihr einfach nur die ganze Zeit hier zuschauen und mit dabei sein. Auch 3 VIP-Tickets für eine Ed Broski-Show gehen raus an euch. Auch da einfach zuschauen und vielleicht habt ihr Glück und seid die glücklichen Gewinner. Könnt dann mal hier kostenlos vorbeikommen, kriegt die Anreise gezahlt, Übernachtung gegebenenfalls und könnt mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Ich würde sagen, wir geben einmal rüber, denn Sascha Mockenhaupt sitzt auf unserem Hotseat.
Welcher Trainer hatte den größten Einfluss auf deine Karriere? Boah, ich glaube, mein damaliger C-Jugendtrainer bei Bayer Leverkusen, Herr Hölzgen, den wird kaum jemand kennen, aber da wurden wir 2 Jahre lang so durch die Mangel genommen. Danach war alles irgendwie, kam mir da relativ einfach vor. Wenn wir da ein Spiel verloren haben, haben wir 6 Tage den Ball nicht gesehen. Ich glaube, da wurde ich mental auf alles vorbereitet, was danach noch kommt. Wenn du die Chance hättest, in einer Liga deiner Wahl zu spielen, welche wäre es? Definitiv die Bundesliga. Ich glaube, hier in Deutschland zu sein, gerade jetzt auch mit Familie, ist für mich super. Auch zweite Liga zu spielen, ist natürlich immer noch eine geile Sache. Ich bin jetzt in einem Alter, ich weiß nicht, ob wir es noch schaffen, aber ich hätte auch nichts, wenn wir dieses Jahr aufsteigen, nichts dagegen, aber wird schwer. Wer war die größte Drecksau, gegen die du je auf dem Platz standest? Boah, also ich hatte schon einige intensive Duelle. Stefan Kutschke, super ekelhaft immer, weil er selber relativ leicht fällt, aber gleichzeitig brutal viel austeilt. Ich hatte aber auch mal einen Gegenspieler, der bei Halle gespielt hat, Pintol, der kannte gefühlt deinen ganzen Stammbaum auswendig, weil er sehr damit gearbeitet hat, Leute aus dem Konzept zu bringen mit verschiedenen Kommentaren. Also es war sehr mysteriös, hat bei mir auch nicht unbedingt gut funktioniert, aber hat die ein oder andere rote Karte produziert. Mainz oder Waldhof Mannheim? Definitiv Mainz. Also ich habe eine lange Zeit beim FCK verbracht, bin da Profi geworden, habe da meinen ersten Einsatz gehabt. Also bei allem anderen, Waldhof sehr weit unten in meiner Lieblingsskala und Mainz. Er ist zwar nah an Wiesbaden dran, aber so wirklich Rivalität ist da nicht. Er war da auch schon ein paar Mal im Stadion, also da habe ich eher positive Vibes. Du kannst eine Ikone als Mentor deinem jungen Ich zur Seite stellen. Wer wäre es? Definitiv Steven Gerrard. War immer so ein bisschen Vorbild. Ich habe nie positionsgetreu mir ein Vorbild gesucht, weil es auch irgendwo langweilig gewesen wäre, glaube ich. Aber Steven Gerrard war für mich, wie er eine Mannschaft geführt hat, wie aussichtslose Situationen trotzdem gelöst wurden, den hätte ich schon gern dabei gehabt. Oktoberfest, Bierkönig oder doch lieber Balkonien? Wenn es überall Bier gibt, dann gerne überall. Habe ich nichts dagegen. Ich bin generell ein Freund von Zusammensitzen, was trinken, eine gute Zeit haben. Das kann man, glaube ich, auf allen 3 Ebenen machen. Von daher passt das für mich alles. Start, Bench, Sell. Mecha, Sabitzer, Brandt. Boah, so eine Frage einem Dortmund-Fan zu stellen, ist natürlich übel. Ich glaube, ich würde Brandt aufstellen, er ist schon lange da, hat eine gewisse Qualität, die jeder Mannschaft weiterhelfen kann. Und dann glaube ich, würde man wahrscheinlich für einen Matcher noch mehr Geld kriegen, wenn man ihn verkauft, als für Sabitzer. Deswegen vielleicht den wirtschaftlichen Gedanken dahinter und dann halt Sabitzer auf die Bank setzen. Einen Tag Wiesbaden trainieren oder einen Tag den DFB? Definitiv den DFB. Wäre interessant zu sehen, was dann dabei rumkommt. Ich glaube, ich hätte aber schon eine Vorstellung, wie man erfolgreich Fußball spielen kann. Ob das nach der Karriere mal mit Trainerschein ist, weiß ich noch nicht. Aber wäre natürlich eine super Ehre. Also mir braucht auch keiner 7 Millionen Gehalt zahlen. Das mache ich auch gerne umsonst. Karriereende in Saudi-Arabien oder beim Ausbildungsverein? Mein Ausbildungsverein wäre mein Heimatort und da wollte ich immer am Ende der Karriere noch mal ein Jahr spielen. Das habe ich mir fest vorgenommen. Ich hoffe, dass die Knochen mich dann noch tragen. Aber auch beim Thema Saudi-Arabien muss man als Fußballer immer aufpassen, weil ab einer gewissen Summe, egal welche Sportart man betreibt, egal welchen Job man hat, da kann man leicht schwach werden. Aber bei mir absolut ganz, ganz unwahrscheinlich, weil ich auch sehr familiennah bin. Meine 2 Kinder, mein Sohn geht mittlerweile in die Schule. Also, dass ich da nochmal ins Ausland gehe, ist sehr unwahrscheinlich. Ausgesetzt bei Seven vs. Wilds oder bei Dating Naked? Boah, ich habe kein Problem mit Nacktheit. Aber
Seven vs. Wild wäre, glaube ich, die Erfahrung, die fürs Leben auch mehr mit sich bringt. Ich glaube, so eine Grenzerfahrung in der Natur, das kann einem, glaube ich, helfen. Ich wollte nur gerne einen Partner dabei haben, der vieles kann, weil handwerklich und so ist bei mir eine Vollkatastrophe. Bei uns zu Hause hat meine Frau jeden Schrank aufgebaut, den es gibt. Deswegen bräuchte ich auf jeden Fall einen guten Teammate. Mit Manuel Gräfe zum Apache-Konzert oder mit Max Kruse zum Pokern? Ich glaube, mit Max Kruse zum Pokern, weil der ist, glaube ich, ganz lustig. Also ich kann mir schon vorstellen, dass auch nach dem Pokern und vor dem Pokern man da Spaß haben kann. Und den Herrn Gräfe kann ich nicht so wirklich einschätzen. Wirkt immer ein bisschen düster, weiß ich nicht. Wenn du einen Moment in deiner Karriere zurückdrehen könntest, welcher wäre es und was? Also ich bin eigentlich jemand, der generell die Einstellung hat, so wirklich was umzudrehen und neu zu machen und nochmal anders gestalten zu können. Geht eh nicht, bringt wenig, zurückzuschauen hilft auch keinem und ich glaube auch, dass man mit vielen negativen Erlebnissen auch reift. Von daher würde ich so, wie ich meine Karriere jetzt hatte, auch dass ich noch bis 22 noch auf dem Dorf gekickt habe und viel gefeiert habe, wenig trainiert habe, würde ich jederzeit auch wieder so machen. Klar heißt immer wieder, ja, was glaubst du, was du erreicht hättest, wenn ich auch in der Jugend noch gut ausgebildet worden wäre. Aber dann hätte ich viele von meinen Freunden nicht kennengelernt, hätte eine schöne Zeit gemisst. Von daher, ja, hört sich's blöd an, aber ich würde fast alles genauso nochmal machen. Ja, einen großen Applaus für Sascha Mockenhaupt. Vielleicht kann man ja auch beides verbinden. Nacktes Dating bei Seven vs. Wild. Vielleicht mal als kleinen Gedenkanstoß für die nächste Staffel. Wir sprechen als nächstes über die Fußball-Bundesliga. Dort gab es das Topspiel zwischen dem FC Bayern München und Bayer 04 Leverkusen. Aber auch in den unteren Tabellenregionen geht es natürlich weiter. Wie viel Pace hast du in IFC? 82. Ja, man sieht's. Also, wir sehen uns beim nächsten Thema. Vier Spieltage wurden in Deutschlands höchster Spielklasse nun ausgetragen und an der Spitze steht mit Bayer Leverkusen durchaus eine Überraschung. Unser Trainer Xabi Alonso weiß, Bayer weiter zu überzeugen und er kämpfte sich am Freitag einen Punkt auswärts bei den Bayern, die immer noch nicht so dominant auftreten, wie man das von ihnen kennt. Die größte Überraschung der bisherigen Saison kommt jedoch aus Stuttgart. Die Schwaben stehen auf Platz 4 und Torjäger Serhou Guirassy knipste schon stolze 8 Mal. Was sonst noch in der Bundesliga los ist, das und mehr jetzt bei Ed Broski. Und ja, es geht rund in der Fußball-Bundesliga. Und ein Mann wurde vor ein paar Monaten belächelt. Der heißt Lothar Matthäus und hat gesagt, ich würde dem FC Bayern München die Verpflichtung von Serhou Guirassy raten. Und damals hat ihn keiner ernst genommen. Am Ende ist es Harry Kane geworden. Wir sehen es hier auch nochmal eingeblendet. Und jetzt steht dieser Guirassy nach 4 Spielen bei 8 Toren. Hat das einer von euch so kommen sehen? Nee. Ach schade, ich dachte, sagt einer ja. Dafür musst du Stuttgart-Fan sein, oder? Also das zu predikten ohne den wirklichen Glauben, dass das dein Verein ist, wird, glaube ich, schwer. Stuttgart-Fans anwesend, Hand eben. Wow. Also ist zugetraut, Guirassy, 8 Dinger. Richtige Antwort. Nein, aber wir haben da einen neuen Topstürmer, glaube ich, in der Bundesliga, oder? Ja, wenn man jetzt auch sieht, Kolumani für 100 Millionen zu Paris, was soll Guirassy dann nächstes Jahr kosten? Weil ich denke, der wird sich dann auch automatisch auf dem Zettel von anderen Top-Clubs sicherlich spielen. Aber Kane, Bayern finde ich auch gut. Gut für die Bundesliga, auch wichtig für die Mannschaft. Darf man nicht unterschätzen, weil vorne einfach auch ein Leader jetzt gebraucht hat, nachdem Lewandowski da weggebrochen ist. Ja, und Guirassy, den kennt man ja zum Beispiel auch aus der Bundesliga, noch aus seiner Kölner Zeiten, wo er wirklich teilweise kläglich irgendwelche Chancen vergeben hat. Und dann auch wieder so ein Beispiel, was dann ein Spieler nochmal für eine Entwicklung nehmen kann.
Ja, definitiv. Ich meine, er wird jetzt, glaube ich, 28, ist jetzt 27 und hat jetzt mit Sicherheit die Erfahrung auf einem gewissen Niveau einfach jetzt auch gesammelt, um jetzt auch die Ruhe zu haben, wenn ich den Chipball sehe zum 3-1. Irgendwie auch eine gewisse Art von Kunst für mich, wenn ich das so sehe, mit seinen geschmeidigen Abläufen. Für mich ein kompletter Stürmer. Kopfball, Kombination, schnell, guten Abschluss, also hat für mich eigentlich auch alles. Wenn ich jetzt so die Entwicklung unter Hoeneß sehe, letzten 17 Spiele, 10 Siege, 4 Unentschieden, 3 Niederlagen nur, das wäre jetzt 17. Spieltag, letzte Saison wäre jetzt auf dem zweiten Tabellenplatz mit 34 Punkten hinter den Bayern. Also, du sprichst es an, das hat ja letzte Saison schon angefangen beim VfB Stuttgart. So, genau, die standen unter Labbadia richtig tief unten drin. Dann gab es den Trainerwechsel, dann hat man sich irgendwie noch in die Relegation gerettet, hat das ordentlich gemacht, im DFB-Pokal noch weit gekommen, die Relegation dann wirklich super souverän gemeistert. Und jetzt, lass uns über VfB Stuttgart sprechen, die sind da gerade aktuell auf einem Champions-League-Tabellenplatz, haben ihnen die wenigsten zugetraut, nach den Abgängen unter anderem von Endo. Was ist drin für Stuttgart dieses Jahr? Schon einiges. Ich würde jetzt irgendwie nicht ganz oben ansetzen bei Stuttgart, weil die werden auch nochmal ein Loch haben. Aber ich finde, du hast in den letzten 2 Jahren schon immer wieder gesehen, dass die auch im Kader und planerisch Potenzial haben. Die haben viel Unruhe im Umfeld gehabt immer wieder. Aber ich fand, sie hatten damals schon einen sehr guten Trainer mit Matarazzo, der da Dinge angeschoben hat, der ab und an dann vielleicht auch noch einen Moment mehr Zeit hätte gebrauchen können oder mehr Ruhe. Und jetzt sind wir genau in so einem Moment, wo vieles zusammenläuft, wo der Stürmer sein Selbstvertrauen hat, wo endlich auch mal Ruhe im Umfeld ist und du zu Saisonstart mal die Spiele gewonnen hast und nicht irgendwie gleich in so einen negativen Gedankenstrudel kommst. Und ich glaube, deswegen ist Stuttgart auf jeden Fall eine Mannschaft, die überhaupt nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird. Und, aber ich würde trotzdem sagen, wenn die einstellig einlaufen nach den letzten 2 Jahren, dann ist es genau der richtige Schritt in der Entwicklung. Und vor allem, man hat ja auch, also vor der Saison, ich habe mich auch mit ein paar Stuttgart-Fans unterhalten, war man ja eigentlich schon eher so ein bisschen pessimistisch, ne? Mavropanos weg, Endo weg, natürlich hat man auch dadurch einiges dann ablösend generiert. Aber das ist ja dann, wir reden jetzt bei den Bayern oder in der Nationalelf immer über eine Achse, die ist ja dann schon weggebrochen. Ich hab mit vielen Stuttgart-Fans geredet, da hast du teilweise ja gehört, wir können den Laden abschließen. So, nach den Abgängen war ja schon viel Schwarzmalerei dabei. Und man muss auch sagen, klar, Guirassy, Stürmer ist immer der dann scheint, ne? Das soll auch so sein. Aber das sind ja auch andere Spieler, die super funktionieren. Ne? Man sieht, dass vieles ineinander greift. Du hast mit Caso und Stiller zum Beispiel auch 2 Spieler, die sich super ergänzen, die einen super Job machen in der Zentrale. Also man sieht einfach, was da möglich ist, wenn der richtige Trainer das Material dafür bekommt, wie er Fußball spielen will, was da ineinander greifen kann. Es ist schon, ja, es ist geil zu sehen. Was traut ihr Stuttgart zu? Jetzt habe ich gerade gesagt, oder gehört, einstelliger Tabellenplatz. Abstieg, glaubt ihr? Jetzt sind natürlich noch nicht so viele Spiele gespielt. Also, aber das sind andere Mannschaften dieses Jahr. Ja, ich finde tatsächlich auch tatsächlich, wenn ich dann ein bisschen zurückgucke auf die Relegation, und dann ist es vielleicht nochmal ein kleines Trostpflästerchen, wenn man dann sagt, naja, das war zumindest der VfB Stuttgart gegen den HSV und die sind ja jetzt so richtig gut. Und es war ja wirklich sehr souverän, muss man wirklich sagen. Von Stuttgart, ja, das würde ich jetzt, naja, sagen, doch, okay, ist okay. aber tatsächlich finde ich das sowieso, was dieser Verein macht, das hast du auch schon angedeutet, diese Entwicklung, die hatten so viele Tumulte von draußen und auch da, wenn man mit Fans spricht vom VfB Stuttgart, die sich jetzt wie immer wieder fangen und berappeln und dann so ein bisschen diese Gemütlichkeit tut ihnen einfach auch total gut. Also deswegen glaube ich auch, dass sie in dieser Saison nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden. Wir sind aber so früh, ich weiß halt nicht genau, wenn du dann halt als Gegner vielleicht dann nicht mehr das Unterschätzen hast, sondern du dann die ein bisschen wieder besser lesen kann. Also ein paar, ich weiß gar nicht, wie das nächste Programm bei denen aussieht, aber Mainz hat halt auch viel angeboten, muss man sagen. Also wenn ich die Abwehrspieler gesehen habe, also das war ja auch teilweise einfach nicht gut. Aber klar, die sind aktuell im Flow, Guirassy top drauf und vor allem, was mir gefällt, die wollen auch den Ball haben. Und das haben wir in der Bundesliga jetzt nicht so oft. Auch Leverkusen macht mir deswegen extrem viel Spaß. Und der Xabi Alonso, Leipzig, die haben natürlich auch ein bisschen höheres Etat, können sich dann auch bessere Spieler leisten. Aber das macht Spaß, dass auch Teams in der Bundesliga sind, die den Ball haben wollen. Und du sprichst an, Mainz 05, Bo Svensson steht für ganz viel Arbeit gegen den Ball. Da sieht es dann zum Beispiel die Saison wirklich bis jetzt noch gar nicht gut aus. Absolut. Schwierig. Also Stuttgart und Mainz so ein bisschen die Rollen getauscht. Jetzt muss ich immer so ein bisschen Populismus gehört ja in jede Fußball-Talkshow, oder? Ist Sero Guirassy der beste Stürmer der Bundesliga aktuell? Also er hat die meisten Tore geschossen. Ja. Ja, vor allen Dingen auch mit rechts, mit links, mit dem Kopf. Teilweise schwierige Situationen, teilweise selber kreierte Sachen. Keine Ahnung, also
wer soll jetzt gerade besser sein? Ne? Ich meine, klar, obvious, dass jetzt Bayern-Fans im Chat ausrasten werden. Was mit Harry Kane? Ja. hast du den Tweet von Bayern 04 Leverkusen gesehen? Nee. Ein Bild von Boniface und Harry Kane. Also drüber geschrieben, Boniface mit einem Fan. dafür liebt man doch Social Media. Dafür liegt man da aber doch irgendwo auf Social Media, oder? Also. Aber du hast es gerade angesprochen, Boniface. Ich habe ihn jetzt ja auch gesehen, Bayern gegen Leverkusen und was eine Maschine da vorne drin. Also auch die Duelle mit Upamecano. Es hat richtig Spaß gemacht zuzusehen. Generell das Spiel am Freitag, absolute Unterhaltung, eigentlich hin und her. Vielleicht manchmal auch ein bisschen wild, vor allem in der zweiten Hälfte. Aber ich habe lange nicht mehr so ein gutes Spiel auch in der Bundesliga gesehen. Und klar, auch Kane jetzt muss ich erst finden. Ich finde auch bei Bayern eine andere Rolle als jetzt bei Tottenham. Tuchel will ihn vorne im Sturmzentrum mehr haben. Bei den Spurs hat er sich oft mal auf dem linken Flügel, teilweise auch in den Achterraum fallen lassen, die Bälle abgeholt, Spiel noch mehr mit angeschoben. Und man hat es jetzt auch gegen Leverkusen gesehen nach seinem Tor, wo er natürlich perfekt stand, hat sich oft die Bälle in Zonen geholt, wo es eigentlich jetzt nicht unbedingt notwendig war. Da standen sie sich dann teilweise auf der linken Seite auch ein bisschen auf den Füßen. Und ich glaube, da muss er einfach noch reinwachsen. Dann wird es auch noch ein bisschen mehr Kane-Fans auch geben. Es gibt generell so ein paar Dos gerade in der Bundesliga, die finde ich echt spannend sind. Also wenn du dir Leipzig anschaust, über die haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Olmo, der hat jetzt nicht gespielt, aber Xavi Simmons und Openda, das sah schon sehr brutal aus. Bei Bayern 04 Leverkusen, wenn wir gleich nochmal über das Spiel sprechen, Wirtz und Boniface, das funktioniert auch sehr schnell. Und du hast es angesprochen, die Rolle von Harry Kane ist bei Bayern natürlich eine andere, aber wir haben es ja auch schon gesehen, wenn er sich dann ein Stück fallen lässt, die steilen Pässe nach vorne zu Leroy Sané unter anderem, der ja aktuell auch super in Form ist, hätte das Gefühl, in der Bundesliga wird richtig Fußball gespielt. Ja, Ausrufezeichen. Macht absolut Spaß. Du hast auch den Namen genannt, Sané. Da würde ich mir auf der anderen Seite von Gnabry noch ein bisschen mehr wünschen. Der hat, glaube ich, kein einziges Dribbling mal 1-gegen-1 gehabt. Da fehlt mir so ein bisschen die Explosivität bei ihm, auch in der Nationalmannschaft jetzt. Er arbeitet zwar gut nach hinten, aber im Spiel nach vorne hat er mir jetzt nicht so gut gefallen. Aber Sané, merkst du einfach, der hat richtig Bock gerade. Da fühlt sich der Thomas Tuchel wohl. Der liebt es in der Mannschaft gerade und der weiß halt auch ganz genau, nächstes Jahr geht es um einen neuen Vertrag. Entweder bei Bayern oder halt woanders. Da muss man dann schauen, aber man merkt einfach, dass er richtig Bock hat. Ein guter Sané für die Nationalmannschaft ist auch gut. Also ich gehöre auch zu den Kritikerinnen von früher, weil Sané war für mich immer so unkonstant. Dann hat er diese Momente gehabt, wo er total glänzt und dann hat er die nächsten Momente gemacht, wo ich mich gefragt habe, was in seinem Kopf vorging und dann waren die Beine manchmal schneller. Und deswegen finde ich das gerade so cool, ihn da solide zu sehen und richtig, wie du sagst, irgendwie aufblühend. Total spannend, ob das auch hauptsächlich am Coach mitliegt. Ja, schon seit Monaten, muss man sagen. Also ich glaube, das Spiel gegen Manchester City in der Champions League, da hat man es schon gesehen, der hat richtig Bock. Auch 2-3 Abschlüsse, fast das Tor gemacht. Da kam noch die Auseinandersetzung mit Sadio Mané. Es war auch, er hat ihm die Meinung gesagt, auf eine Art und Weise, du weißt es selbst, auf dem Fußballplatz, da sagt man sich manchmal dann Sachen, die bei dem anderen vielleicht dann nicht nur uncool ankommen. Er hat ihn jetzt nicht beleidigt, aber Sadio Mané konnte das halt nicht abarbeiten. Auch das zeigt so ein bisschen den Leroy Sané, den eigentlich alle sehen wollen, weil das technische Potenzial, die Qualitäten am Ball, die hat er ja. Und gegen den Ball, wie er jetzt mittlerweile arbeitet, wie er sich auch für die Mannschaft aufreibt, das ist, macht auch Hoffnung für die Heim-EM dann nächstes Jahr. Und da muss ja wirklich was passiert sein, also er hat ja eine ganz andere Körpersprache jetzt in den letzten Monaten bekommen. Würdest du das kausal zusammenhängen mit der Personalie Thomas Tuchel? Auf jeden Fall. Der hat ihm ja im wahrsten Sinne des Wortes auch einen Arschtritt verpasst, gleich schon im ersten Training. Und er hat eine natürliche Autorität, Thomas Tuchel. Der muss jetzt auch nicht viel sagen. Vielleicht war Nagelsmann manchmal ein bisschen zu lieb zu Leroy Sané. Da gab es noch mal eine Woche, wo Sané dann mal nach Manchester fliegen durfte zur Familie. Und Nagelsmann hat es durchgehen lassen, hat gesagt, hey, mach, Junge. Und vielleicht war das auch so ein Punkt, wo Sané dann gedacht hat, irgendwann, ich muss weniger machen. Und bei Tuchel sind die Regeln halt auch ganz klar festgelegt. Also kein Vorwurf jetzt an der Stelle an Nagelsmann, der wollte seinem Spieler da was Gutes tun. Aber ich glaube, so ein Trainer mit einer gewissen Autorität, ohne jetzt viel sagen zu müssen, tut ihm extrem gut. Damals bei Pep Guardiola war er vielleicht ein bisschen auch noch zu jung. Man merkt, er ist jetzt in diesem Alter eigentlich so sein Peak mit 27, 28. Und macht auf jeden Fall Spaß, ihn spielen zu sehen. Ich glaube, dass nicht mehr sich beweisen wollen, weil manchmal zaubert er gefühlt zu viel. Weißt du, was ich meine? Er ist jetzt halt auch kein Talent mehr und das weiß er auch. Und ich finde so, wir lassen in Deutschland ja auch nicht Helden zu, muss man einmal ganz klar sagen. Bis jetzt ein Sané ist, früher war es ein Özil vor der Erdogan-Geschichte, also um Gottes Willen, da will ich jetzt gar nicht zu weit gehen. Aber wir haben immer die Spieler an ihrer Körpersprache irgendwie bewertet und das fand ich dann, oder haben es oft, machen es oft noch nach wie vor, das finde ich schade, auch jetzt ein Kimmich. Diese Diskussion um seine Position, um seine Rolle, die nervt mich, das sind überragende Spieler.
Also ganz ehrlich, im Mittelfeld gibt es wenige Spieler auf dem Niveau, die mit dem Ball so spielen wie er. Und wir haben damals ähnlich gesprochen über einen Toni Kroos, Querpass-Toni. Jetzt ist es der Ecken-Joshua, keine Ahnung. Und dann geht er vielleicht in einem Jahr nach Madrid oder Barcelona und dann feiern ihn hier alle in Deutschland. Deswegen, ich verstehe auch die ganze Diskussion dann immer um den Kimmich zum Beispiel nicht, weil es ein überragender Spieler ist. Keiner anwesend, der Kimmich kritisch sieht. Kriegt ja aktuell einiges ab, muss man sagen. Ja, ich glaube einfach jetzt auch bei Leroy, am Ende ist Familienvater, ist auch eine gewisse Persönlichkeitsentwicklung, die einfach auch mit den Lebensumständen halt auch einhergeht. Das darf man halt auch nicht vergessen. Das geht uns allen ja irgendwo auch im normalen Leben so, dass gewisse Lebensphasen du dann vielleicht auch Dinge, ich glaube schon, dass die Trainer vorher auch gesagt haben, hey, das alles Entscheidende, um dir den Respekt der Mannschaft zu holen, ist, du musst mit nach hinten arbeiten. So, da war das Bewusstsein vielleicht noch nicht so da und da waren andere Dinge irgendwie im Vordergrund vielleicht. Und jetzt, wo er es macht, ist es halt ein Sensationsspieler. Vorher war es ein überragender Spieler und jetzt ist es halt ein Sensationsspieler. So. Und das ist halt, das war ja bei Ribéry und Robben damals genauso. Ne? In den wichtigen Spielen haben die bis zum eigenen 16er mit nach hinten verteidigt. So, in den anderen Spielen sind sie vorne stehen geblieben, weil sie dann nicht umgeschalten sind. Ne? Aber am Ende waren das dann die Unterschiedsspieler und das ist ein Leroy genauso wie Joshua Kimmich, wenn der halt fit ist, Rhythmus hat. Man weiß ja auch immer, das ist halt auch immer das Thema, von außen zu bewerten. Man weiß halt nicht, was bewegt sie vielleicht auch im Persönlichen, im Privaten. Das sind halt Menschen, das vergessen wir halt immer, ne? Weil das halt öffentliche Personen sind. Wir bewerten permanent ihre Leistung. Ist auch so, wenn du dich in dieses Schaufenster stellst, ist es auch so. Aber was passiert dahinter? Ist das Kind krank? Ist, keine Ahnung, hast du irgendwie andere Sorgen? Das blendet man ja völlig aus und darüber wird sich halt nicht unterhalten in diesem Schwarz- oder Weiß-Business. Klar, wird immer rangeführt, ja, die verdienen alle Schweine viel Geld, aber trotzdem, es sind halt Menschen. So, und dementsprechend gibt es halt auch diese Schwankungen. Und manchmal kannst du es halt irgendwie vielleicht versuchen, sportlich zu erklären, aber manchmal steckt dahinter auch was anderes. Und das kannst du halt nicht immer in der Öffentlichkeit so klar kommunizieren. Das geht einfach nicht. Und das ist halt immer so ein, ne, jemand wie ich oder ne, wir, die halt auch aus dieser Blase oder aus diesem Kosmos kommen. Wir wissen es halt, ne, dass man auch manchmal Dinge hat, die Spieler bewegen, wo du halt nicht in der PK sagen kannst, ey, pass mal auf, der Spieler hat jetzt gerade mal auch andere Sorgen und ne, jetzt bewertet ihn mal anders. Stress mit seiner Freundin oder. Ja, genau. Gibt's doch tausend Sachen, die auch alle anderen haben, die jeden Tag ins Büro gehen oder in eine andere Tätigkeit machen. Ist ja auch immer so, ne? Also es beeinflusst einen in der Leistung teilweise genauso wie anderen. Ist das auch jeder Spieler anders? Es gibt Spieler, wenn die zu Hause Stress haben, haben die eine Wut im Bauch und spielen deswegen besser. Es gibt Spieler, da muss zu Hause alles super laufen, damit die einen klaren Kopf dafür haben. Da sind so viele Faktoren, die jetzt nicht unbedingt taktischer Natur sind oder von dem Willen, von dem Spieler abhängig sind oder so. Das kann man überhaupt nicht sehen. Das muss ja auch keiner sehen, das muss auch keiner verstehen. Aber generell bin ich auch immer ein Freund davon, man sollte ein bisschen mehr Verständnis dafür haben, dass ein Fußballer nicht einfach nur das ist, was auf dem Platz ist. Dann lass uns auf den Platz nochmal schauen. Und zwar Bayern München gegen Bayern 04 Leverkusen. Wir haben es gerade schon mal ein bisschen angeschnitten. Wir wollen uns die Highlights anschauen. Ja, ist hart, aber das passiert, wenn man halt immer gewinnt. Ne? Also kannst du keinen leichteren Applaus abholen. Die Sache hatte einen Haken, ja. Also ich habe nur diese Highlights tatsächlich auch gesehen. Ich war Freitag noch in Duisburg, da sah es auch nochmal ganz anders und düster aus. Da hatten wir viel zu tun. Aber, also die Stadt oder? Nee, beim Spiel tatsächlich. Ach so, also okay. Die Stadt ist wunderbar, jetzt bitte kein Problem. Duisburg. Der Verein ist auch ganz toll, hat nur gerade ein bisschen Probleme. Ja, haben die ja Trainer entlassen nach diesem Spiel. Und die, sagen wir mal so, die Atmosphäre war etwas hitziger. Da sind wir wieder in Liga 3, wir wollen zurück in die Bundesliga. Ich finde es stark, dass nach diesem Spiel diese Szene immer rauf und runter genudelt wurde. Und dieses Einhaken oder nicht. Ich habe dann im ersten Moment gedacht, das ist ein ganz klarer Elfer. Mich würde echt mal ein kleines bisschen interessieren, was hier so. Klarer Elfer? Wer sagt denn Skandal? Kann man niemals pfeifen. Ja. Also ich sehe, glaube ich, einen Bayern-München-Fan, der sogar... Würdest du einen Elfer geben? Ja, so ein 50-50-Ding. Achtung. Okay. Da ist in der Betrachtungsweise einiges schiefgegangen tatsächlich auch. Also ich bin auch kein VAR-Fan, muss ich sagen.
Aber da tatsächlich ist dann auch in der Einschätzung von Thomas Tuchel und so, sind Fehler begangen worden, weil der Schiri hat danach gesagt, er hat den Kontakt unten nicht wahrgenommen und dann darf der VAR sehr wohl eingreifen. Also ich weiß, dieses mit softe Foul, wenn er es auf dem Feld nicht pfeift, dann ist es so. Aber er hat im Interview gesagt, dass er in der Kommunikation gesagt hat, nee, den Kontakt unten habe ich nicht wahrgenommen, der war nicht in meinem Sichtfeld. Und dann muss er sich tatsächlich wirklich anschauen und dann finde ich, ist es ein klarer Elfmeter und dann finde ich es eigentlich auch schade, dass man da dann so rum drüber diskutiert und nicht einfach sagt, Davis, lass ihn halt noch einen Meter laufen und dann schubst ihn über die Seitenauslinie, aber warum gehst du da so hin? Also ich finde, den Fehler macht Davis. Also schlau von Hofmann, ja, ja. Und nicht schlau von Davis. Ja. Also ich hätte gekotzt, wenn der gegen mich gepfiffen wäre, aber ich hätte ihn auch, wenn ich der Schiri gewesen wäre, ich hätte ihn auch gegeben, aber das ist ja einfach so eine Diskussion, sagt man jetzt, ja, der Verteidiger war dumm oder war der Stürmer clever? Weil im Endeffekt, der Ball geht aus dem 16er, Hofmann weiß auch, den Körper brauche ich nicht reinstellen, weil kriege ich nicht mehr. Und dann halte ich halt meinen Fuß hin und dann schiebt er den Fuß halt, das Bein halt vorne weg und lässt sich dann fallen. Klar ist es clever gemacht und wenn man das im Video sieht, er kriegt den Schlag hinten und dann ist es halt ein Foul. Aber mir fehlt da auch überhaupt die Intention, was wollte er mit seinem Bein da? Also klar, es ist clever gemacht und das verstehe ich auch, aber genau das wollte er. Das ist, ja, es ist einfach nur, er will das nur, er will nur den Kontakt und er will es nur schinden und da, ich bin Verteidiger, ne? Das tut mir dann auch weh. Ich bin auch, ich freue mich, dass Bayern ein Gegentor kriegt. Alles das. Aber ich kann jeden verstehen, der sich darüber aufregt. Und ich wäre auch der Allererste, wenn ich das gesehen hätte gegen mich, der auch geflucht hätte, weil ich gesagt hätte, ja, der Stürmer hält einfach irgendwie sein Bein rein, damit ich irgendwie getroffen werde, um einen Elfmeter rauszuholen. Kari, was sagt der Bayern-Experte? Gut erklärt eigentlich. Also ich finde tatsächlich aber auch, Davis, hast du gesagt, stellt sich da etwas zu ungestüm an. Und das ist auch noch ein Lernprozess, den er eigentlich vornehmen muss. Weil es war schon häufiger so, dass er dann mal einfach unnötig nochmal den Körperkontakt sucht und wo soll Hofmann hin? Also er geht ja eigentlich aus dem Strafraum raus. Wenn es jetzt umgekehrt wäre, sagt okay, da musst du hingehen. Aber so kann er einfach ihn rauslaufen lassen und dann umhacken, keine Ahnung. Ich sage, wenn du die Situation zum Beispiel nachstellst, sagen wir mal, jemand würde jetzt hier vorne herlaufen und du hast jemanden neben dir und der macht einfach so, dadurch, dass du im Gehen bist, wirst du ihn treffen. Und dann müsste ja Davis sagen, ja, ich gehe jetzt nicht mehr zum Ball und der müsste ja stehen bleiben komplett. Weißt du, er ist ja einfach im Laufen in die Richtung. Mhm. Und das würde jedem hier passieren. Wenn du jetzt daherläufst und ich mache so, dann trittst du mir auch hinten rein. Aber dann habe ich ja mein Bein da eigentlich dahingestellt, ne, und habe das bewusst provoziert, dass ich getroffen werden will. Also ich bin sowieso kein Fan von Videobeweisen. Mir geht auch diese Warterei im Stadion als Spieler brutal auf den Sack. Aber ich wäre froh, wenn es einfach nur Abseitsentscheidungen wäre und beim Rest können wir uns samstagsabends und sonntagsmorgens von mir aus das Maul alle zerreißen über Fehlentscheidungen vom Schiedsrichter. Das ist für mich auch in Ordnung. Die haben sowieso den schwersten Job der Welt, weil wenn jemand nichts zu dir sagt, dann war es gut und sonst kriegst du eh nur Feuer. Der Videobeweis hat es nicht besser gemacht, sondern gefühlt komplizierter. Also wenn ich irgendwas entscheiden dürfte, dann wäre es Abseits und den ganzen Rest soll es einfach, Fehler gehören dazu beim Sport und dann ist gut. Jetzt weiß ich auch. Jetzt weiß ich auch, warum du nicht mit Manuel Gräfe zu Apache willst. Ja, ich bin auch mit dem einen oder anderen Schiedsrichter schon angeeckt in meiner Karriere, aber ich weiß nicht, also das ist genauso wie im Spiel. Ich meine, die Spieler beleidigen sich untereinander noch viel mehr als irgendwas, was gegen den Schiedsrichter geht. Und solange man sich danach die Hand gibt und sagen kann, vielen Dank, dass du gepfiffen hast und alles ist gut und sich nicht danach noch beleidigt, dann ist das für mich einfach, ist das Teil des Sports. Ich verstehe, dass die Schiedsrichter mehr Respekt wollen und ich versuche auch mein Möglichstes, aber man ist auch einfach in so einer adrenalingeladenen Situation und man beschwert sich dann immer im ersten Moment und das gehört einfach dazu. Ich weiß auch, dass die meisten Schiedsrichter dafür Verständnis haben. Es ist einfach ein brutal schwerer Job, weil es auch einfach um extrem viel geht. Ich glaube, da muss einfach jeder Rücksicht auf die Emotionen des anderen ein bisschen nehmen. Und vor allem, man darf nicht vergessen, weil wir die Situation jetzt mal umdrehen, wenn der Elfmeter nicht gepfiffen wird, haben wir dann vielleicht noch eine größere Diskussion, weil es dann wieder der Bayern-Bonus ist und die Liga gewinnen sollen, weil höhere Mächte das entschieden haben. 100%. Dann lass uns übers Sportliche sprechen. Die Bayern trennen sich
gegen Bayer 04 Leverkusen mit einem 2:2 unentschieden. Es war eine rasante, richtig gute Partie von beiden Seiten. Die Bayern haben ein gutes Spiel gemacht, Leverkusen aber auch sehr mutig aufgetreten. Wirtz, Boniface, Hofmann, das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Ich könnte jetzt noch ein paar Spieler nennen. Das ist schon brutale Qualität, die Xabi Alonso da seiner Leverkusener Mannschaft auf dem Platz einverleibt, oder? Absolut, er hat ja auch bei Real Sociedad das vorher schon bewiesen und hat diesen Schritt erstmal gemacht. In der zweiten Mannschaft als Trainer ist mit dieser zweiten Mannschaft, die jetzt auch nicht hochklassig besetzt war, in die zweite Liga aufgestiegen in Spanien. Das geht in Deutschland nicht mit den zweiten Teams, aber in Spanien geht das. Und aus so einem kann nur ein guter Trainer werden. Er hat mit Mourinho gearbeitet, mit Rafa Benitez, mit Pep Guardiola. Sein Vater war ein sehr hoch angesehener Trainer auch in Spanien. Und das wundert mich nicht, dass er es einfach sehr stark macht. Ich habe gerade mit Bier gekleckert. Hat keiner gesehen. Alles gut. Ja, aber es stimmt, was du sagst. Ja, vor allen Dingen auch hochintensives Spiel. Ich glaube, wenn man die Laufleistung sich anguckt, immer nach dem Spiel, sind die ersten, von den ersten 6 Spielern sind immer 4, 5 von Leverkusen, statt vom Gegner, die da die meisten Meter machen. Man sieht einfach, dass der Trainer einen klaren Plan hat, wo sollen die Spieler hinlaufen, in welchem Moment sollen sie da hinlaufen. Es wird viel Fußball gespielt und vor allen Dingen auch so variabel, dass Hofmann auf einmal links verteidigt und dann auf einmal rechts vorne ist. Also da ist jemand, der Ahnung hat, hat sich die Spieler dafür rangeholt und das wird belohnt. Das ist einfach dann schön mit anzusehen. Ja, auch einfach super zusammengestellt, ne? Super Transfers gemacht. Xhaka für mich im Zentrum, absoluter Taktgeber. Ich glaube, der muss dann nur mal gucken oder einen Blick aufsetzen. So, dann wissen die Leute, dass sie defensiv mitarbeiten müssen, dass sie dabei sein müssen. Also da den finde ich als Strategen super. Und dann hast du halt wirklich eine großartige Achse. Du hast jetzt mit Hofmann noch jemanden, der Erfahrung hat. Du hast aber auch diese jungen Willen dabei. Du hast da einfach eine super Mischung. Ich habe jetzt mal die Sprintzahlen. Wirtz, Frimpong, teilweise 42 Sprints in einem Spiel. Das ist herausragend, das ist überdurchschnittlich. Jetzt nicht im letzten Spiel, aber davor gegen die 2 Spiele davor immer über 40 Sprints gehabt. Das ist, wie gesagt, das ist herausragend. Und dann ja, die Intensität, die du auch schon angesprochen hast, einfach richtig, richtig gut. Deswegen macht mir die Bundesliga-Saison jetzt bislang auch riesig Spaß, weil wir eben schon gesagt haben, mit Leipzig, mit jetzt Bayern 04, mit Bayern, Dortmund wird sich vielleicht auch im Rhythmus nochmal fangen und da auch mehr Qualität reinkriegen in ihr Spiel. Frankfurt wird auch noch mit Sicherheit sich stabilisieren. Also gibt es auch noch andere Mannschaften. Also deswegen finde ich, sind wir ein bisschen enger zusammengerückt und das macht es einfach irgendwie, ist halt nicht mehr so, dass du am Wochenende hingehst und sagst, okay, komm, guck nur mal, wie hoch die jetzt gewonnen haben oder wie auch immer, sondern dass du wirklich guckst, oh Mensch, geile Spiele, da freue ich mich drauf, das Spiel jetzt auch mal zu sehen und deswegen. Und ich finde Alonso und jetzt auch Xhaka haben, finde ich, einen ganz entscheidenden Punkt gebracht. Das ist Stumpf-Mentalität. Leverkusen hatte schon sehr oft sehr gute Kader. Aber Rudi Völler hat das gehasst, wenn man von dieser Komfortzone gesprochen hat. Aber die gab es in Leverkusen. Da hat der Express auf Köln nebenan draufgehauen. Leverkusen hat 17 Spiele gewonnen. Aber den Spielern war es auch egal, wenn sie auf einmal 4 verloren haben, weil es ist nichts passiert. Und Alonso, glaube ich, ist gekommen, hat gemeint, nee, bin ich nicht mit zufrieden. Und Xhaka auch einer, der in der Mannschaft, der dann vielleicht nochmal einem schönen Spieler an einem Tag, wo er sagt, heute geht's mit 2% weniger, dann auch nochmal Feuer macht. Und vor allem auch eine brutale Kadertiefe, ne? Also wenn wir uns jetzt mal Robert Andrich anschauen, über den ja auch lange geredet worden ist als potenzieller Nationalspieler, der da vielleicht mal im Zentrum reinrücken könnte, war jetzt verletzt, aber hat jetzt seine Schwierigkeiten, da in die Mannschaft zu kommen, hat jetzt das erste Mal gestartet. Palacios, Xhaka sieht sehr, sehr stark aus. Dann hast du dann Andrich als Ersatzspieler aktuell. Also das ist ja auch in der Breite einfach brutal, was sie haben. Auch Stanisic haben sie ja auch noch und der würde bei Bayern wahrscheinlich jetzt mehr Einsatzzeit bekommen als bei Leverkusen. Ja, Wahnsinn, stimmt. Ja. Dann lass uns einmal rüber zu den Bayern. Kerry, das war in Ordnung, wurden jetzt nicht die Sterne vom Himmel gespielt, am Ende ein bisschen Pech in der 90. Minute da den Elfmeter zu bekommen. Wie ist die Stimmungslage aktuell im Verein nach dem Saisonstart? War ja zwischenzeitlich dann mal sehr positiv, nachdem man Harry Kane verpflichtet hat. Einen Tag später verlierst du gegen Leipzig. Dann sind ein paar Transfers auf den Zielgeraden irgendwie dann doch nicht abgewickelt worden. Wie ist der Status quo in München? Ja, dieser Deadline-Day war schon auch ein, sag ich mal, Schlag, weil
die wollten unbedingt den Spieler eben haben und wollten eigentlich noch zwei Spieler haben. Haben die nicht bekommen, Palinia und eben noch einen Pavard-Ersatz. Und das war schon auch intern, hat das natürlich für Missstimmung gesorgt, auch in dieser Transfer-Taskforce. Jetzt haben wir wieder diesen Begriff Taskforce. Da waren es vielleicht zu viele Köche, die den Brei dann irgendwann verdorben haben, weil es zu spät eben angepackt wurde. Und gerade Tuchel war natürlich auch nicht damit zufrieden, dass dieses Thema, das er schon im Mai angesprochen hat, wo Salihamidžić schon gesagt hat, okay, wir treffen uns jetzt mit einem Declan Rice, wir wollen den irgendwie nach München holen, dass das Thema dann irgendwie so ein bisschen versandet ist. Natürlich verstehe ich da auch die Verantwortlichen, die müssen aufs Finanzielle schauen. Erstmal Harry Kane verpflichten, das war der wichtigere Transfer, auch aus meiner Sicht, wenn du vorne einfach einen Torjäger brauchtest. Aber diese Sechserposition, diese Holding Six war schon für Thomas Tuchel sehr wichtig, ist jetzt nicht gekommen, aber im Januar wird dann wahrscheinlich auf der Position was passieren, plus noch auf der Abwehrposition, aber jetzt mal losgelöst von diesen Transfers, in der Mannschaft ist die Stimmung gut, Thomas Tuchel ist auch anerkannt, logischerweise, und ich glaube schon, dass auch dieses Thema jetzt mit Kimmich, das wird ziemlich hochgekocht. Er war natürlich auch sauer über diese Auswechslung, aber vorher war es abgesprochen eigentlich mit den Ärzten. 60 Minuten, dann nehmen wir dich runter. Er wollte noch weiterspielen und ich kenne Jo Kimmich jetzt auch schon ein paar Jahre und das ist einfach sein Charakter. Er will der Mannschaft helfen und ist in dem Moment einfach sauer und genervt. Aber das ist jetzt nicht so, dass man da jetzt von einem, ja, von einer toxischen Atmosphäre zwischen Trainer und Spieler irgendwie reden muss. Ich glaube, das ist ganz normal. Dann gibt man sich im nächsten Training die Hand und alles ist gut und es geht weiter. Und natürlich hängt jetzt viel von der Champions League ab, auch für die Bayern. Das klare Ziel ist natürlich 2025, wenn dann in der Allianz Arena auch das Finale stattfindet, dass man da auch im Finale steht. Idealerweise natürlich schon auch ein Jahr eher. Aber da wollen die Bayern dieses Jahr ihren Fokus auch drauflegen. Das ist ganz wichtig, auch für Thomas Tuchel. Deswegen, er will den Kader auch so zusammenstellen, dass der natürlich in den nächsten ein, zwei Jahren dann auch bereit ist für diesen Titel. Aber man hat schon so ein bisschen das Gefühl, dass sollten jetzt wieder ein, zwei Spiele verloren gehen, auch dann in der Champions League, dass es schon ein Pulverfass ist bei den Bayern, was da aufgehen kann. Weil Tuchel macht sich ja natürlich auch durch einige Aussagen auf Pressekonferenzen angreifbar. Also ich glaube, ich habe es als Schalke-Fan mitbekommen, dass der immer noch eine Holding Six haben möchte. Und das hat er auch nach dem Deadline Day noch zwei, dreimal gesagt. Ja, es war auch, glaube ich, eine klare Aussage in Richtung der Verantwortlichen, die das lange ignoriert haben bzw. kleingeredet haben. Eine Woche, bevor man dann auf Palinia gegangen ist, wurde im Transfer-Taskforce Ausschussmeeting, wie auch immer, wurde gesagt, wir holen jetzt keinen mehr, du musst mit Leimer, Goretzka, Kimmich spielen. Und da hat Tuchel aber gesagt, okay, ich brauche diesen Spielertypen. Das hat er auch bei Chelsea gehabt, das hat er bei Paris gehabt und ja auch beim BVB logischerweise, mit Weigel damals sogar. Also der hat schon diesen Spielertypen möchte er einfach in seiner Mannschaft haben. Klar, es ist irgendwo ein Pulverfass, aber das ist es auch immer, egal welcher Trainer. Bei Bayern, wenn du zwei Spiele verlierst, dann ist sofort ja, Weltuntergangsstimmung, was natürlich auch ab und zu an uns Medien liegt. Wir legen da schon oft den Finger auch in die Wunde, wenn es mal nicht läuft. Also bist aber du schuld? Ich bin schuld, genau. Ja. Nee, ich sag mal so, das tut dem FC Bayern aber auch gut, das treibt dem FC Bayern auch an. Die Spieler sind genervt, wenn sie schlechte Noten haben in der Presse, weil die lesen das auch. Das kann mir keiner erzählen, dass man sich nicht auch mal den einen oder anderen Artikel über sich durchliest und sich dann auch seine Gedanken macht. Und das stachelt auch ein bisschen an. Und das motiviert auch einige Spieler. Das Spiel gegen Leverkusen hat ja allerdings aber auch für ihn in die Karten gespielt, dahingehend, dass er das Spiel zeigen kann und sagen kann, that's what I meant, holding six. Ich bleibe jetzt mal bewusst im Englischen. Früher hießen die doch defensive Mittelfeldspieler, oder? Habe ich was verpasst? Aber das finde ich total spannend, dass dieses Duell so früh in der Saison kommt. Ich habe vor der Saison überlegt, ob ich auf Leverkusen als Meisterkandidat tippen soll und habe mich nicht getraut, weil ich dachte, am Ende des Tages kommen die Bayern eh wieder rum. Und nach diesem Spiel denke ich, hättest du doch mal einen Zehner draufsetzen können. Ich habe gerade mal nachgeguckt, ne? Mhm. Mockenhaupt hier mit einer glatten 4 im Kicker am Wochenende. Ich habe gerade schon, ich hatte hier so ein leichtes Flackern im Auge, als ich Benotung gehört habe. Ich gucke mir mal hier den Notendurchschnitt an. Was haben wir hier? Kannst du dir von letzter Saison gucken? Also aktuell ist 3,42. Ja, ich will da niemandem zu nahe treten, aber da sitzen immer Leute aus der regionalen Presse, die 22 Leute bewerten sollen. Also das Konstrukt der Benotung bei manchen Magazinen ist sehr fragwürdig, weil da wenig Daten erfasst werden, sondern einfach nur das persönliche Empfinden genommen wird. Da habe ich die ein oder anderen wilden Geschichten zu und wilde Beispiele zu, aber das würde, glaube ich, hier in den Rahmen springen. Nein, das möchte ich hören. Also ich habe eine Saison erlebt in der zweiten Liga, wo wir abgestiegen sind. Und da war ich nach der Saison, ich glaube, der fünftbeste Innenverteidiger in der Liga, weil
der Kollege mich gut mochte und ich immer nach dem Spiel meine Schuhe geputzt habe und er das super sympathisch fand, dass ich meine Schuhe da draußen geputzt habe und immer noch für ein Pläuschen da war. Das ja, darf eigentlich mit der Benotung nichts zu tun haben. Ich weiß auch nicht, was so schwer daran ist. Überall gibt es Millionen Daten, ob da sammelt und alles Mögliche. Also man könnte ja auch wirklich das vernünftig benoten lassen, aber dieses reine Objektive von einer Person bei allen Spielern. Wir hatten letztes Jahr einen Spieler und wir sind aufgestiegen, wie ihr wisst. Der war der notenschlechteste Spieler in der Liga und der hat jedes Spiel gemacht bei uns auf der 6. Und da waren Spiele dabei, die wirklich brutal waren und da kann mir keiner erzählen, dass der schlechter war als 90% der ganzen Liga. Also ich will nicht persönlich werden, ich muss aufhören. Also, Notensystem hinterfragen, aber nicht die Leistungskultur abschaffen wollen, ne? Damit auch alle hier in diesem Land zufrieden sind. Wir sprechen als nächstes über die Champions League. Jetzt. Soll ich noch? Die Königsklasse ist zurück und für die deutschen Teams wird es alles andere als leicht. Borussia Dortmund bekommt es in Gruppe F mit dem AC Milan, Newcastle United und Paris Saint-Germain zu tun. Die Bayern treffen in Gruppe A auf Kopenhagen, Galatasaray und Manchester United. Neuling Union Berlin hingegen muss es in Gruppe C mit Braga, Neapel und Real Madrid aufnehmen. Wie die Chancen der deutschen Teams stehen und was es in den restlichen Gruppen so zu erwarten gibt, das und mehr jetzt bei Ed Broski. Endlich wieder Champions League. Ab morgen dürfen wir diese legendäre Hymne also wieder in den größten und besten Stadien Europas hören. Die Bundesliga-Teams haben direkt sehr, sehr schwere Aufgaben vor sich zu bewältigen. Unter anderem Borussia Dortmund startet morgen Abend bei Paris Saint-Germain. Rechnet ihr dem BVB Chancen aus in der aktuellen Form? Chancen auf was? Den Arsch gehauen zu bekommen. Hey, du bist ja Fan, ne? Ja, also im Moment der Zustand der Dortmunder Mannschaft ist nicht so gut. Und klar, die Gruppe ist geil. Ich habe mich auch riesig gefreut über die Lose, weil ich einfach dann garantiert die Spiele habe, die einfach dann auch geil anzuschauen sind. Und wer weiß, wie weit du im Endeffekt kommst. Und dann hast du vielleicht dreimal Gegner, die nicht so attraktiv sind, spielst dann ein Achtelfinale und fliegst dann halt raus, weil du gegen den Gruppenersten fertig musst. Mir sind so Gruppen als Fan lieber, weil da kann ich mich gefühlt alle zwei Wochen auf ein geiles Spiel freuen. Und Paris ist so ein Dauergegner. 5 deutsche Teams, glaube ich, zuletzt getroffen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es für Dortmund zumindest angenehm ist, mal aus diesem Pflaster Bundesliga rauszukommen. Weil ich glaube, dass dieses Trauma der letzten Saison, und das war einfach das Heftigste, was wir in der Bundesliga seit langem erlebt haben, diese verpasste Meisterschaft da gegen Mainz. Und wenn du dann so ein Spiel gegen Paris angehst und bist mal wirklich in einer ganz fremden Kabine wieder unterwegs, deswegen würde ich die jetzt nicht so ganz schnell abschreiben, auch wenn der Stand der Dinge in der Bundesliga noch anders aussieht. Den Glauben verliere ich natürlich nie. Ich sehe aber, was wir teilweise für wilde Spiele leider haben. Da haben wir natürlich Punkte geholt, dann haben wir noch Spiele gewonnen. Da waren aber dann auch Standardsituationen dabei oder wo es einfach die ganze Zeit hin und her ging. Kann meiner Meinung nach nicht der Anspruch sein von einem Verein, der ja oben mitreden will, dass die Spiele ja so wild und zerfahren die ganze Zeit sind. Und es war jetzt kein Einzelfall. Sondern wir haben ja auch teilweise schon Glück gehabt, dass wir da Punkte geholt haben. Und da ist der Gegner dann qualitativ schon nochmal brutal. Wenn wir uns da auf ein komplett wildes Spiel einlassen, dann verlieren wir wahrscheinlich 6-1. Also da muss schon eine klare Struktur her und aus einem geordneten Spiel gespielt werden, weil sonst wird es düster. Ja, Borussia Dortmund, du sprichst es an. Also vor allem mit dem Ball sieht es bis jetzt sehr, sehr schwach aus. Vor allem, wenn man in der Bundesliga vermeintlich kleinere Teams dominieren muss. Vielleicht deshalb auch, du hast es angesprochen, jetzt mal ganz schön wieder als Underdog so ein bisschen unterwegs zu sein. Ich sehe die aber ehrlicherweise nicht als Underdog gegen Paris. Also ich sehe das sehr ausgeglichen. Aktuell, ja. Ich sehe das sehr ausgeglichen. Paris hat auch verloren am Wochenende. Das ist eine zusammengestellte Söldnertruppe, muss man sagen. Du hast. Ja, es ist so. Es ist so, du hast Mbappé, der beste Spieler wahrscheinlich der Welt. Aber sonst ist es drumherum, ist ja schon seit Jahren ein fragiles, ja, zusammengewürfeltes Häuflein. Also das muss man sagen. Ich finde, Dortmund muss sich da nicht verstecken, gerade jetzt der Faktor Champions League. Ich glaube, diese Mannschaft, ich glaube, das Problem liegt auch nicht immer
am Trainer wieder, wenn viel über Terzic auch gesprochen wird. Ich finde, das Problem liegt einfach auch teilweise in dieser Mannschaft und da ist auch Füllkrug ein sehr wichtiger Transfer, einfach um diese junge Mannschaft zum Teil auch einfach mal ein bisschen Führung zu verleihen. Und deswegen, ich glaube, Dortmund muss sich gegen Paris nicht verstecken. Es sind geile Spiele in der Gruppe und ja, ich glaube schon, dass die auch die Chance haben, Zweiter zu werden, Erster zu werden. Also Potenzial ist da. AC Mailand ja jetzt auch das Mailänder Derby gerade eben erst verloren mit 5:1. Also na, als Gruppengegner, die sind jetzt auch nicht so gut in Form. Aber ließ sich natürlich brutal. Paris Saint-Germain, AC Mailand, Newcastle United. Aber davor Milan schon sehr gut in die Saison reingekommen. Gegen Inter jetzt auch Giroud gefehlt, Tomori hinten drin. Also Milan hatte ich schwächer erwartet, aber wie sie jetzt in die Saison reingekommen sind in Italien. Aber wie Mocchi gesagt hat, fahr nach San Siro, hab Bock drauf, das ist geil, du warst auch schon da. Ne? Also das Stadion nochmal, bevor der neue Tempel da aufgebaut wird. Und dann in der Champions League Spiele tippen. Ne? Also auf der Ebene finde ich, klar, es gibt dann immer noch ein paar wie Kopenhagen, aber auf der Ebene sind voll viele Spiele. Wenn du reingehst, kannst du die 50-50, 60-40 gestalten und dann kannst du auch in Paris bestehen und auch in Mailand. Ja, wir können theoretisch in der Gruppe Erster werden, wir können auch Letzter werden. So, das gibt die Gruppe halt her. Also wie gesagt, ich hab da einfach Bock drauf und es stimmt schon, wenn man so ein bisschen aus dem Alltag rauskommt und nicht jetzt den Bundesliga-Druck hat und vielleicht auch nicht den Druck hat, unbedingt gewinnen zu müssen, es kann schon helfen. Also Dortmund war in vielen Spielen eine Wunderkiste in der letzten Zeit. Es kann auch sein, dass wir da auf einmal ein Riesenbrett raushauen. Ne? Aber was ich einfach nur sagen wollte, ist, dass eigentlich der Anspruch nicht da sein kann, dass es eine Wunderkiste ist, dass es in beide Richtungen gehen kann. Ich will eigentlich hier sitzen und sagen, ja, ich gebe mich mit einem Punkt zufrieden, aber wir können das Spiel gewinnen. Und nicht, es kann zwischen 4-0 und 0-4 alles passieren. Dann mache ich meine Frage. Überwintert Borussia Dortmund europäisch? Wenn nicht, dann weine ich. Aber ja. Ich finde es aber echt geil. Ich habe noch nie einen Profi erlebt, der über einen Verein im Wir spricht und da nicht spielt. Ja, cool, das muss ich sagen. Habe ich auch noch nie gesehen. Ja. Dortmund wollte doch Bella Kotschap haben, ne? Bitte? Dortmund wollte ja Bella Kotschap haben. Die brauchen ja noch einen Innenverteidiger. Warum haben sie dich nicht angerufen? Haben doch Mats Hummels jetzt. Ja, stimmt. Ja. Der hat auch noch mal einen siebten Frühling, ne? Aber es freut mich. Also es ist überragend, wie der gespielt hat. Und ich habe auch schon zweimal eine Instagram-Nachricht geschrieben, kann er sich vielleicht mal angucken, dass das echt für mich bewundernswert war, was er da gespielt hat. Weil das echt in dem hohen Alter noch mal eine Stufe war für mich, die brutal war. Also da ziehe ich echt den Hut vor. Also in der Form auch für mich Nationalmannschaft. In der Form, wenn er so weitermacht. Warum nicht? Ja. Qualität, also ich habe nach dem zweiten Tor bei uns in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, bester deutscher Innenverteidiger im Moment. Ich weiß nicht, ob er davon so weit weg ist. Also klar kann man diskutieren, ja, Alter, was entwickeln. Wir brauchen momentan sowieso kurzfristige Lösungen, weil das Turnier ist nicht so weit weg. Also ich halte das für diskutabel auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass, wie Kerry das auch gesagt hat, dass Füllkrug da auch, glaube ich, schon einen Impact haben wird, wenn er jetzt Rhythmus bekommt, jetzt nach seiner Muskelverletzung. Hat er jetzt im Spiel ja auch bewiesen, direkt einen wichtigen Ball weitergeleitet, einen Assist auf Malen und dann Reus reingekommen, Assist und Tor gemacht. Auch er hat jetzt nochmal ein Ausrufezeichen gesetzt vor dem Spiel. Und wenn du als Borussia Dortmund im Endeffekt spielst du gegen PSG, wo der wichtigste, beste Spieler seit Jahren gefühlt eigentlich keinen Bock auf den Verein hat und weg will. Da bin ich der Meinung, da wirst du nicht gegen eine verschworene Einheit spielen und dem musst du halt den Spaß am Spiel nehmen und da musst du halt auch diese Einstellung da haben, den Spaß zu nehmen und dann, warum soll Dortmund nicht auswärts da gewinnen? Also überwintern so europäisch? Ich bin bei ja. Jo. Ja. Ja. Ja, in der Europa League. Ist ja europäisch. Ist europäisch. Der Zusatz musste nicht sein, das war überhaupt nicht gefragt. Ich glaube, da machen wir es in der Gruppe A relativ kurz und schmerzlos. Die Bayern sind Favorit, Manchester United ist überhaupt nicht in Form. Und bei allem Respekt, Kopenhagen und Galatasaray sollte Bayern München mit dem Kader eigentlich schlagen. Unterschreibe ich so. Alles klar, Gruppe A, spannendes Ding. Dann über Union Berlin sprechen. Die haben auch eine sehr interessante Gruppe als deutscher Teilnehmer. Direkt mal Real Madrid. Also Union Berlin-Fan müsste man sein, oder? Geil, ja. Mega.
Also freue ich mich riesig drauf irgendwie. Also Sensationsspiel. Vor Jahren niemand drüber nachgedacht oder niemals dran denken können. Jetzt mega Spiel. Also freue ich mich riesig. Ich habe eben schon geguckt, das Wichtigste ist, dass die Spiele immer versetzt sind, damit man auch die ganzen Spiele schauen kann. Das war eigentlich für mich das Wichtigste, jetzt mal zu sehen, die Ansetzung. Weil ich freue mich auf fast jedes Spiel in den Gruppen. Finde super Auslosung und ja, sind einfach richtig coole Champions League Abende, wo du im besten Fall immer ja, fünf Stunden gefesselt vorm Fernseher Fußball gucken kannst. Also mehr geht nicht. Ja, ebenfalls. Ich freue mich aber auf Sporting Braga, ehrlicherweise. Aber das ist jetzt so das portugiesische Herz. Meine Familie kommt da aus der Nähe her. Famalicão, auch jetzt Erstliges Portugal. Und Real Madrid, würde ich sagen, könnte für Union ein bisschen schwierig werden. Aber ein bisschen leichter Dent. Aber gegen Braga ist total was drin. Also ich habe mir irgendwie da noch ein bisschen Zusammenfassung angeguckt und die sind super schwach im 1 gegen 1. Also ich glaube, wenn Union Berlin da über die Flügel kommt, dann kann da was passieren. Manchmal schießen sie noch ein bisschen Glückstreffer aus der Distanz, haben zwei, drei Ältere da drin. Moutinho spielt übrigens noch, 37, bisschen älter sogar als Bonucci. Aber kann wer was werden. Ja, wir schauen uns das an, was in der Champions League passiert. Wir haben auch Champions League vor Ort. Mit dem Paulaner Deckel Derby. Das Paulaner Deckel Derby. Wer wird wen auf dem Bierdeckel ausspielen? Das gute Paulaner Deckel Derby steht mal wieder an. Wir bedanken uns bei unserem Sponsor der heutigen und auch der letzten Shows, die uns hier tatkräftig unterstützen, damit wir das Ganze hier für euch machen können. Schaut euch mal das schöne Ding hier an. Ein riesengroßes Glas für den kleinen Durst zu Hause. Kann man alles rausregen, auch Wasser. Wir haben noch ein unterschriebenes Trikot mit dabei. Eine Powerbank. Wir haben zwei Spiele. Ja, ich mache ihn nicht kaputt, alles gut. Diesen wunderschönen Pokal. Nennt man neudeutsch Flex, wenn man das Ding bei sich stehen hat. Und ihr konntet euren Namen auf einen Deckel schreiben. Und zwei von euch werde ich jetzt hier gleich ziehen. Und die werden gegeneinander in der berühmt-berüchtigten Paulaner Bolzbox spielen. Wer nicht weiß, was das ist, ich zeig's euch. Das ist das Ding hier. Sitzfußball. Bis drei. Sehr, sehr nice Ding. Ich hab's einmal selber gespielt. Hab geschwitzt wie ein Schwein nach 3 Minuten und verloren. Na super. Also, ich ziehe euren Namen. Und vielleicht lohnen sich ja Blut, Schweiß und Tränen für die Gewinne, die wir hier für euch zusammengestellt haben. Vielen lieben Dank natürlich nochmal an Paulaner, die das Ganze hier sponsoren und uns unterstützen. Wir drehen uns auch nochmal hier zu unserem Paulaner Eck. Gefällt's euch, Jungs? Schmeckt's alles, ja? Sehr schön, sehr schön. Ihr guckt hier gleich den Teilnehmern auf die Finger und auf die Füße, hoffe ich. Ja, ihr seid zur Not der Video Assistant Referee, ihr macht das. Also, ziehen wir mal die Deckel. Ich glaube, letztes Mal hatten wir zwei Brüder, ne? Ja, auch wieder alles mit fairen Mitteln hier abgelaufen. Schauen wir mal rein. Name Nummer 1. Da haben wir den Bastian Corneli, glaube ich, ist das. Komm nach vorne, mein Lieber. Komm nach vorne, Bastian. Nimm dir das Mikrofon, ein wunderschönes Trikot. Ich wollte jetzt eigentlich fragen, immer als Opener, was du für ein Fan bist, aber... Ziemlich offensichtlich. Ja, ziemlich offensichtlich. Komm mal hier zu mir zur Seite, dann haben wir dich mit auf der Kamera drauf. Bastian, wer bist du? 21. Und du bist Fan des glorreichen FC Schalke 04. Ja, in letzter Zeit nicht so glorreich, aber ja. Schauen wir mal, was wird, ne, die Saison. Und du hast Bock, das Ding hier zu gewinnen. Wir haben ein paar Spiele, wir haben ein großes Glas. Kannst du dir irgendwo hinstellen zu Hause? Ja. Schauen wir mal, wer dein Gegner ist. Du darfst deinen Gegner selber ziehen. Komm, mach du mal. Julian Menzel? Fuck. Okay. Gute Reaktion. Ah, was ist das denn? Oha. Also das ist ja ein blau-weißes Duell. Julian, ach, du hast auch ein Mikrofon, super. Stell dich kurz vor, also du als Julian, wie alt? Julian, 32. Und Schalke-Fan. Ja, genau. Und jetzt, wenigstens habt ihr unterschiedliche Trikots an, das ist gut. Also, setzt euch auf eure Plätze. Ich nehme euch mal die Mikrofone ab. Schnick, schnack, schnuck, wer anfängt und dann volles Rohr. Wir wollen gebrochene Schienbeine alles sehen. Nein, wollen wir nicht. Werbefreundlichkeit, Twitch, alles gut.
So, einmal einen großartigen Applaus für unsere beiden Paulaner Deckel-Derby-Teilnehmer, Julian und Bastian. Und wenn ihr euch darauf geeinigt habt, dass es losgehen könnt, dann los. Das ist euer Anpfiff. Bis drei. Wer gewinnt das Paulaner Deckel-Derby? Und direkt das 1:0 für Julian. Ja, guck mal, da gibt es sogar Fangesänge. Haben wir auch noch nicht gehabt beim Deckel-Derby. Haben wir hier ein bisschen Applaus für den guten Bastian. Im weißen Trikot, Julian im Blau. Und bis jetzt wird's technisch... Ei, das ist bitter. Das 2:0 für Julian. 2:0. Manche sagen, das gefährlichste Ergebnis, was es in diesem Sport gibt. Ja, da wird per Bande, per Tunnler versucht. Der ist noch drin. Falls der DFB einen neuen Torwart braucht, hier haben wir ihn. Oha. Es bleibt beim 2:0. Auch den hält er. Ja, es wird truppig langsam. Hochkonzentriert. Und da ist der Tunnler. Und das 3:0, ein faires Spiel. Vielen Dank, mein Lieber, dass du dabei warst. Setz dich gerne wieder ins Publikum, trotzdem sehr cool. Und für dich, mein Freund, gibt's natürlich die Gewinne. Wir haben zwei PlayStation-Spiele für dich, die gebe ich dir mal als erstes. Einen großen Applaus hier für unseren Gewinner. Dann den Deckel-Derby-Pokal. Und wenn du noch eine Hand frei hast, kriegen wir es hin. Sehr schön. Setz dich ins Publikum, mein Lieber. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Das war das Paulaner Deckel-Derby. Ja, und wenn ihr euch denkt, jetzt haben wir hier zwei Leute aus dem Publikum in Action gesehen. Und wahrscheinlich haben sich meine Gäste schon gedacht, ach gut, dass ich das nicht machen muss. Jetzt geht's für uns an die Torwand. Ich würde sagen, wir gehen mal mit. Meine lieben Gäste, wir müssen einmal kurz... Nee, wir machen erst eine Werbepause. Ihr kriegt nochmal 2 Minuten Zeit, um euch vorzubereiten. Danach geht's an die Torwand bei App Broski, eurer Fußball-Talkshow. Bis gleich. Ich stehe hier gerade im Saturn Experion und das ist nicht nur das Zuhause von meiner El Broski Show, sondern auch von ganz vielen Gamern, die hier einfach ihre Freizeit verbringen und kostenlos zocken können. Mit riesigen Standorten in Köln und Berlin habt ihr hier auf jeden Fall alles, was ihr braucht. Unter anderem auch meine El Broski Show wird ja wie gesagt hier gedreht, denn im Saturn Experion könnt ihr nicht nur spielen, sondern auch euch ganz viele wöchentliche Veranstaltungen anschauen, wie zum Beispiel meine Show. Insgesamt mehr als 20.000 Besucher pro Woche in beiden Standorten. Und hier habt ihr auf jeden Fall alles, was ihr braucht. Falls ihr also die neuesten Spiele oder die neueste Hardware ausprobieren wollt, dann müsst ihr vorbeikommen. Köln und Berlin sind die Standorte. Und apropos Games, EAFC 24 steht vor der Haustür. Jetzt wird endlich wieder geölt. EAFC 24 kommt mit der neuen Hypermotion V und die sorgt für das authentischste Spielerlebnis aller Zeiten. Optimierte Spielerstile, verbesserte Frostbite Engine und so lebensechte Profis wie nie zuvor. In Bewegung wie Fußball, spielt sich wie Fußball und sieht auch aus wie Fußball. Eine neue Ära beginnt und passend dazu habe ich einen richtig coolen Deal für euch mit Mediamarkt und Saturn. Und wenn ihr beim Kauf von EAFC 24 10 Euro sparen wollt, dann seht ihr alle Infos genau hier. Dann mit meinem Code BROSKI10 könnt ihr beim Checkout 10 Euro sparen. Einfach den Code BROSKI10, alles groß geschrieben, danach die 10 ohne Leerzeichen eingeben und dann spart ihr 10 Euro beim Kauf. Der Rabattcode ist natürlich für jede Plattform gültig, also völlig egal, ob PlayStation, Xbox, PC oder auch Nintendo Switch. Und ganz wichtig, der ist bis zum 28. September gültig, also einen Tag vor dem offiziellen Release. Bis dahin könnt ihr vorbestellen, Code BROSKI10. Das war's aber immer noch nicht, denn es gibt noch einen exklusiven Download-Code für euch dabei, wenn ihr das Ganze vorbestellt. Ihr kriegt exklusive Deko-Items für Ultimate Team und noch ein exklusives Trikot. FC United, also auf jeden Fall abchecken. Also Leute, ihr wisst, was zu tun ist. Bestellt euch jetzt EAFC 24 vor. Mit dem Code BROSKI10 spart ihr 10 Euro. Also, rein da. So. Wir sind zurück bei Ed Broski, eurer Fußball-Talkshow.
Und ja, ihr könnt zu Hause noch ein paar Sachen gewinnen. Vor allem IAFC 24 Codes, insgesamt 50 Stück haben wir. Es sollten noch ein paar rausgehen, also ihr braucht gar nichts in den Chat schreiben, sondern müsst einfach nur dabei sein. Wir haben ja hier immer die Twitch-Drops für euch aktiviert. Entschuldigung uns auch für die technischen Probleme, die es gerade gab. Lag nicht an uns. Twitch war down. Wir haben uns hier wirklich Mühe gegeben. Kann immer passieren, sowas. Aber deshalb kauft man sich ja auch Karten, um hier zu sein, ne? Ja. Marketing-Genius. Wenn ihr Tickets wollt für AdBroski, dann schaut auf www.adbroski.de vorbei. Gibt sogar noch ein paar Tickets für Oktober, da könnt ihr mal vorbeischauen. Wir haben unser Ticketsystem ein bisschen umgestellt, stellen jetzt immer früher rein, weil manchmal so Instagram-Nachrichten kommen, hey, wie sieht's denn jetzt aus mit den Tickets? Sind schon online, also könnt ihr sehr gerne mal vorbeischauen. Die nächste Show ist am 16. Oktober, da erwarten euch auch wieder sehr viele coole Gäste. Und wenn ihr heute zu spät eingeschaltet habt, dann könnt ihr uns sehr gerne auf YouTube und Co. verfolgen. Da werden die Highlights nochmal hochgeladen. Vielleicht gibt es ja auch einen Viral-Clip, der entsteht bei unserem anstehenden Torwandschießen. Ich würde sagen, wir stehen auf, gehen ins andere Set und ihr kommt einfach mal mit. Einen großen Applaus für unsere Gäste, die sich jetzt hier auf der Torwand beweisen müssen. Ich zeige euch ja einmal so ein bisschen unser AdBroski-Studio. Es gibt schöne Orte, wie hier zum Beispiel, den beschrifteten Müll. Muss man ja hier rumkommen. Das hat ja alles seine Richtigkeit. Wir kommen mal hier einmal rum. Das ist die AdBroski-Torwand, wer sie noch nicht kennt. Da werden unsere Gäste natürlich auch nachher noch unterschreiben. Hat mittlerweile schon die ein oder andere Schlacht über... Oh. Und jeder von euch hat jetzt zwei... Und das Coole ist, wenn ihr hier vor Ort bei der AdBroski-Show seid, dann geht er auch im Regelfall nie ohne irgendwas nach Hause. Denn für jeden Treffer, den unsere Gäste hier erzielen, gibt es für euch vor Ort auch noch was zu gewinnen. Also müsst ihr im Publikum gleich sehr, sehr laut sein. Wir üben es mal, so einen pulsierenden Applaus. Könnt ihr, oder? Immer so. Ja, stark. Okay, habt ihr euch auf den ersten Schützen geeinigt? Nicht du mal vor. Also habt ihr euch nicht geeinigt? Nee, wir haben uns nicht geeinigt. Also der Profi als erstes, ja. Mocky. Ja. Ja. Also haben wir einen Der hier ist gut. Ich pack die Platten weg. Also, nochmal zum Verständnis. Der Mann hier. 82 Tempo, aber nur 29 Schießen in IAFC 24. Sollte EA Sports hier zuschauen, guckt euch den Mann mal genau an. Zwei Versuche unten als erstes. Einen großen Applaus für Sascha Mockenhaupt. Boah! Bereit fürs Upgrade. Nummer 2. Sascha Mockenhaupt, für euch. Easy. Also du bist einer der Spieler, wenn es so nicht läuft, wenn es mit Schlupp IAFC-Ratings geht, dann bist du richtig sauer. Und dann gibt's richtig sagen. Gas. Ja. Ja, 29 Schuss. Ich hoffe, hat das jemand im Chat geklippt? Bitte mir bei Instagram schicken. Du hast noch zwei oben. Du kannst jetzt 4 von 4 machen. Ich kann mich jetzt unsterblich machen. Ja. Ich nehme mal dein Mikrofon. Sascha Mockenhaupt. Versuch Nummer 3. Jetzt geht's nach oben. Also der Mann hat Hass, das ist der Wahnsinn, wirklich. So ein bisschen fester schießen. Als hätte diese Torwand dein Rating bestimmt, das ist ja der Wahnsinn. Versuch Nummer 4. Sie steht noch, darüber bin ich glücklich. Ein großer Applaus für Sascha Mockenhaupt. Unser zweiter Schütze ist Alexander Nuri. Wo war er, hier oder was? Ja, ungefähr da. Nachspielen, hochgewinnen. Versuch Nummer 1. Einen weiteren unten hast du. Ja. Nee. Hey, ihr pölt da alle so drauf, das ist ja Wahnsinn. War es so schlimm in der Show, oder was? Schon ein bisschen mehr gegangen, oder? Die ganze Zeit gesessen. Ach, da. Okay. Versuch Nummer 3, Alexander Nuri. Und Nummer 4.
Wir haben Treffer. Die nächste Schützin. Ist die Kulisse versichert? Das ist meine erste Frage. Die Antwort lautet ja, Christina. Versuch vielen Nummer Dank eins. Fürs Motivieren, ey. Das ist so peinlich gerade. Oh Gott. Eigentlich so, musst du machen, so antäuschen. Oh. Alle so, ey. Warte, warte, ich hol die. Leute, ich möchte einen großen Applaus für Christina hören. Für Versuch Nummer zwei. Oh, goodness. Das Geile ist, die ganze Expertise trete ich jetzt in den Müll. Come on. Okay. Versuch soll ich oben nochmal probieren? Ja, ne? Mach es. Mach es. Mach es. Zeig der Welt, dass du besser als Lionel Messi bist. Hat ein weiser Fußballlehrer mal gesagt. Okay. Das ist dein Moment. Ja. Höhe stimmt. Super. Hey, hey. Und Nummer 4. Aha. Ui. Ein großen Applaus für Christina Rand. So, Mario. Ey. Mario ist der Nächste. Ein Linksfuß. Das ist der schlimmste Moment. Oh, 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 oh. Paulana auch versichert, hoffe ich. Beste hier, ey. Es ist nichts kaputt. Dann bist du sehr gut. Ja. Mario Rika mit Versuch Nummer 2. Eieiei. Ei, ei. Und jetzt zwei oben. Ich bin gekommen. Es ja. Reicht da. Dein vierter und letzter Versuch. Wieso? Viel, viel Aggressivität, nur ums Ergebnis. Kerry Hau, unser Sport 1-Experte. Genau. So, wohin? Ist unser letzter Schütze. Hier, oder was? Auch für ihn bitte einen großen Applaus. Oh. Das ist der Innenpfosten gewesen, quasi. Aber dreimal kannst du es noch probieren. Und der Jawohl. Ist besser. Kerry Hau mit Treffer 3. Danke. Und jetzt zwei oben. So. Die Richtung ist sehr gut. Nein. Einen großen Applaus für Kerry Hau. Krieg ich auch einen Applaus? Na klar. Haben die jetzt nicht applaudiert, das Publikum, oder was? Ah, ihr seid doch die Besten. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Vielleicht wird's der Zweite. Oh. Boah. Und fast auf den Fernseher. Ja, stundenlang geübt wahrscheinlich. Ja, für irgendwas muss man die Show ja machen, ne? Mach mal bitte. So. Ich versuch's, geht ja um eure Trikots hier. Irgendwann ist das ganze Studio kaputt, ne? Wirklich. Danke dir. So, Versuch 4. Gut rein. Oh. Schade, schade. Wir bleiben bei 3 Treffern und wir gehen wieder zurück ins Studio. Kommt sehr gerne mit mir mit. Einen großen Applaus bitte nochmal für unsere Gäste. Sascha Morgenhaupt, Alexander Nuri, kommt gerne hier vor. Ja. Christina Rann, Alexander Nuri, Sascha Morgenhaupt, Mario Rika und Kerry Hau. Das war Ed Broski, eure Fußball-Talkshow. Wir sehen uns am 16. Oktober wieder hier im Experion Live in Köln. Und der letzte Applaus gilt euch, dem Publikum. Danke fürs Einschalten.